Finale. Hallo und herzlich willkommen zum letzten EM-Doppelpass. Heute Abend in London im Wembley Stadion. Die beiden besten Mannschaften dieses Turniers treffen aufeinander. England gegen Italien. Und die haben in den letzten Jahren doch wohl einiges richtig gemacht. Ganz im Gegensatz zu unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber jetzt kommt ja der neue Mann, der Hoffnungsträger Hansi Flick. Zukünftig, was muss er alles ändern? Was muss einfach besser werden? Und in knapp 5 Wochen geht die Bundesliga schon wieder los. Am Mittwoch die Vorstellung des neuen Trainers hier in München, Julian Nagelsmann. Dabei natürlich auch der neue Vorstandsvorsitzende, Oliver Kahn. Im Gegensatz dazu hat der FC Bayern bisher nicht allzu viele Spieler eingekauft. Natürlich Grund dafür auch Corona, aber müssen sie vielleicht nicht doch noch ein wenig nachlegen? Wir fragen den Mann, der das uns ganz locker beantworten kann. Ich freue mich sehr, dass er zu meiner letzten Sendung gekommen ist. Hier ist der Ehrenpräsident des FC Bayern. Hier ist Uli Hoeneß. Vielen Dank fürs Kommen. Bitte schön, geht zu dir gut deinem zu? Abschied war es mir eine Ehre. Weißt du, dass wir was gemeinsam haben? Kommst du da drauf? Ja, wir waren alle bei Bayern. Ja, ne? Noch was die Europameisterschaft angeht. Du hast ein Finale gewonnen und eins verloren, richtig? Du auch. Ja, 92 haben wir gegen die Dänen verloren, 96 gewonnen. Ja. Erinnerst du dich noch an 72? Wie viele Mannschaften gab es da? Vier nur, ne? Es gab ein Halbfinale gegen Belgien, das haben wir mit Glück gewonnen und dann gegen die Russen. Ganz deutlich. Und du wirst wahrscheinlich immer auf 96 angesprochen, logischerweise, ne? Ja, aber da stehe ich langsam drüber. Der Ball ist in der Zwischenzeit gefunden worden in Belgrad. Ja. Also das ist kurz zum Fußball, haben wir jetzt gerade bei vielen Elfmeterschießen erlebt. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich jetzt im Fernsehen ein Elfmeterschießen miterlebe. Weil meine Frau geht aus dem Zimmer, weil die kann es gar nicht anschauen. Aber das ist so. Hast du danach eigentlich nochmal geschossen? Eher nicht, ne? Ich glaube nicht, nein. Okay. Meine weiteren Gäste heute Morgen. Mein Chef, der Vorstandsvorsitzende von Sport 1 ist da, der Sport 1 Medien AG natürlich. Olaf Schröder. Olaf, hallo. Guten Morgen. Vom Kicker Jörg Jakob. Jörg, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Er ist Journalist, Podcaster und Buchautor. Lukas Vogelsang. Schönen guten Morgen. Lukas, du hast gerade ein Buch geschrieben, das heißt wie? Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Alles drin, Hoeneß gegen Daumen, F ist Mittelfinger. Gut, damit hast du ja schon unsere beiden Sport-1-Experten mehr oder weniger vorgestellt. Stefan, wir können ja eine Passage vorlesen. Also Mario Basler ist da. Mario. Guten Morgen. Und wir haben es gerade schon gehört. Stefan Effenberg natürlich auch. Stefan, hallo. Guten Morgen, hallo. So, und wer fehlt? Die strahle Frau, sage ich in dem Fall. Jana, guten Morgen. Schönen Sonntagmorgen, ganz besonderer Sonntag, also auch von mir. Schönen guten Morgen und heute ist also Finaltag, Italien gegen England. Und man muss sagen, der Weg der Engländer ins Finale, das hätte auch unserer sein können. Aber nix da, das Aus im Achtelfinale, die DFB-Stars sind längst im Urlaub. Und wir sind zurückgeblieben und fragen uns, was hat uns denn eigentlich gefehlt? Oder sollte man vielleicht fragen, wer sollte in Zukunft besser fehlen? Einer ganz sicher, das ist Toni Kroos, der hat seinen Rücktritt erklärt. Und unsere Frage der Woche ist, auf wen sollte Flick in Zukunft noch verzichten? Auswahlmöglichkeiten sind Gündogan, Müller, Hummels und Neuer, also die eher erfahrenen Spieler, sag ich mal. Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns gerne an am Dopafon. Wie immer, die Nummer ist die 01379 011 011. Dankeschön, Jana. Heute Abend also Italien gegen England. Stefan, wie es mal so schön heißt, ein würdiges Finale für dich? Absolut. Die Italiener stehen auf jeden Fall zu Recht im Finale. Engländer haben hier und da ein bisschen Glück gehabt, aber ich glaube, das ist ein sehenswertes Finale. Ich freue mich drauf und drücke den Italienern aber die Daumen. Mhm. Wer ist für England? Eine Mannschaft. Wenn ich noch Zeit gehabt hätte, heute Morgen eine Katze aufzustellen für Italien, hätte ich es gemacht. Kannst du ja noch machen. Hast du noch Zeit bis heute Abend? Ja, möglicherweise. Geh nur in die Kirche. Warum bist du so sehr für Italien?
Ja, weil sich die Engländer, finde ich, in jeder Hinsicht unmöglich verhalten. Auch das Publikum, ja. Wenn ich daran denke, dass wenn ein kleines Mädchen da weint, im deutschen Trikot, das ganze Stadion gegen das Mädchen grölt. Oder wenn die dänische Nationalhymne gespielt wird, dass das ganze Stadion dann pfeift. Das ist nicht Sportsmanship, was die Engländer immer so propagieren. Dazu einen Premierminister, den ich überhaupt nicht mag. Und dem, wenn ich daran denke, dass der heute Abend im Three Lions Trikot dann sich feiern lässt und 60.000 Leute provozieren Infektionen, das sind alles Dinge, die Engländer mir jetzt unsympathisch gemacht haben. Vor allen Dingen, weil sie ja auch jetzt durch den Brexit aus Europa eigentlich draußen sind. Klar. Ja, 60.000 heute Abend, Uli hat es angesprochen. Was sagt dein Gefühl dazu? Diese gesamte EM ist ja so ein Zwiespalt zwischen Begeisterung und Sorge, dass das auch gerade mit den Zuschauern schief geht. Ich muss allerdings auch sagen, wir leben hier in der Bundesrepublik Deutschland mit völlig unterschiedlichen Maßnahmen in einzelnen Bundesländern. Da muss man sich nicht wundern, dass bei einer paneuropäischen EM auch verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Staaten getroffen werden. Politisch haben die Briten ein völlig anderes Programm gerade, um aus der Pandemie herauszukommen. Das muss man mit Sorge betrachten. Grundsätzlich wären mir persönlich 25.000 auf Abstand lieber gewesen als 60.000, die übereinander hertaumeln. Genau. Und jetzt müssen wir abwarten, was am Ende dabei herauskommt. Wie seht ihr das, Olaf? Auch mit gemischten Gefühlen? Ja, selbstverständlich mit gemischten Gefühlen. Kann man gar nicht anders. Nein, ich bin ja nachweislich kein Virologe, aber ich kann ja lesen und ich kann auch sehen, was in der Welt oder in Europa gerade passiert. Und das kann man natürlich nicht gutheißen, was da passiert. Also ich freue mich über Atmosphäre. Ich finde die Geisterspiele, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich satt. Aber es geht auch mit weniger. Und ich finde, so ein bisschen Demut und ein bisschen Respekt hätte dazugehört. Es sind ja nicht nur die Engländer, die Ungarn gehören ja auch mit dazu. Ich kann das nicht nachvollziehen und ich finde, wenn das Land es dann nicht kann, muss man es politisch in Anführungsstrichen organisieren, dass man das Ganze unterbindet. Also happy kann man damit nicht sein, aber auf der anderen Seite, ich freue mich jetzt heute Abend auch mal auf ein bisschen Leichtigkeit und ein Fußballspiel und möchte vielleicht bis 20.59 Uhr können wir gerne noch über Mutanten sprechen und danach habe ich einfach mal Lust, mich mal wieder im Fußball zu verlieren. Ja, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass es in England am Donnerstag oder Freitag 30.000 Infizierte gab. Und da passt es einfach nicht in die Landschaft. Aber man kann es ja auch nicht allein auf die Engländer schieben. Also wir müssen uns 3 Wochen zurückerinnern. Da wurde extremer Druck ausgeübt von der UEFA auf England. Die Drohung war immer, dann geben wir halt das Halbfinale und das Finale nach Ungarn, in Orbans Ungarn. Und jetzt hast du diese 60.000 eben auch, weil es Druck gab. Und man muss eben auch noch eins sagen, was man dabei sieht, ist, der UEFA geht es ja nicht um den Fan. Das war die klare Beweisführung dieser Europameisterschaft. Die brauchen den Fan nicht, um damit Geld einzunehmen. Die brauchen das Fernsehen, um Geld zu verdienen. Aber den Fan braucht das Fernsehen für die Bilder und für die Sponsoren. Und das ist letztendlich das, was wir auch mitnehmen müssen aus dieser Europameisterschaft und uns immer wieder gewahr werden müssen, dass das so ist, mit Blick auf alle anderen Turniere, die jetzt kommen. Aber Druck ist ja, also ganz kurz, also Druck ist ja relativ. Ich kann dem Druck ja auch standhalten, indem ich sage, was mal auf, die Gesundheit meines Landes geht mir übrigens vor. Und dann sage ich dann viel Spaß in Ungarn. Also jetzt einfach nur zu sagen, da ist eine Menge Druck drauf. Ja, das fiel aber auch auf fruchtbaren Boden. Das sind ja unterschiedliche Diskussionen. Ich sage dann nur, einfach nur zu sagen, oh Mann, dann nehmen wir euch das Halbfinale und das Finale weg. Das ist eine Diskussion. Aber dann muss ich doch als Land in Anführungsstrichen die Verantwortung für meine Bürger haben. Die Fans sind ja nun auch Bürger. Und dann kann ich sagen, pass auf, dann kommt das Spiel schon gesagt, wenn du dann den Orban von der Themse da hast, der das natürlich auch nimmt für seine eigenen Propagandaspiele, Boris Johnson, dann passt das ja schon wieder. Aber die Gesundheit der Mitbürger steht doch über allem. Und jeder Infizierte oder jeder Tote, der ist einer zu viel. Und deswegen gibt es da für mich überhaupt keine Grenze, wo die drunter geht. Ich bin bei solchen Themen immer sehr für Differenzierung. Ich bin auch der Meinung, dass wenn eine Gruppe von englischen Fans aus der Rolle fällt, ich nicht das gesamte Land verurteilen kann, wie ich auch den FC Bayern nicht verurteile, wenn mal 2, 3 Fans daneben liegen. Bei dem Thema Corona ist es so einfach so, dass offensichtlich, das sagen erste Zahlen, von den rund 2000 Schotten, die sich infiziert haben beim Spiel, beim Battle of Britain, beim Spiel in Wembley gegen England, die meisten sich infiziert haben nicht im Stadion, sondern bei den Reisen im Zug, im Flugzeug oder in den Pubs. Die haben ja gefeiert, dass es keinen Morgen mehr gibt. Das heißt also, wir müssen die Öffnungen, die es in Großbritannien derzeit gibt, in der Öffentlichkeit, da ist jeder Pub auf, da wird gefeiert ohne Ende, in Relation setzen zu dem, was sie im Stadion machen. Aber ich bin bei Ihnen komplett. 60.000 sind erstmal das, was Angela Merkel Boris Johnson gesagt hat. Ich bin skeptisch und es macht mich sorgenvoll. Aber du musst es doch kontextualisieren. Im Stadion, wenn 60.000 ins Stadion kommen, reisen sie ja an. Also das kann man nie losgelöst sehen. 60.000 heißt immer auch
Bahnfahrt, heißt Zug, richtig, heißt Flug, heißt Hotel, heißt am Ende auch Pub. Das, also der Fußball ist ja da nur das, was dann das andere, all das andere nachzieht. Da bin ich bei dir mit dem einzigen Unterschied. Das ist ja, und das kann ich auch menschlich nachvollziehen ein Stück weit, es geht ja darum, Fans, die angereist sind ohne Karten, um in London zu feiern, weil es eben Schottland in England war. Deshalb würde ich sagen, eine Blaupause dafür, in Zukunft Zuschauer in der Bundesliga wieder auszusperren, ist es nicht. Ich halte sinnvolle Maßnahmen für richtig, um die Rückkehr ins Stadion wieder zu ermöglichen. Ja, wir reden von 25.000 jetzt zum Bundesliga-Start. Das sind andere Zahlen. Ja, und wir haben eine Inzidenz von 6,2 und die Engländer über 200. Also das muss man schon auch mal sehen. Und du musst noch mal gucken, also vor 4 Wochen, als die EM losging, waren sie irgendwie bei 60% und jetzt sind sie bei 300 wieder. Ich meine, das ist das Fünffache innerhalb von 4 Wochen. Also das sagt ja auch schon alles aus, oder? Ist dieser große Gewinner dieser Europameisterschaft gar nicht Italien am Ende, sondern die Delta-Variante? Das wäre natürlich tragisch. So, da zahlen wir mal 3 Euro für den Schrott. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte jetzt eine Frage gestellt, damit du jetzt Gewinner auch mal... Gewinner ist Delta-Variante, das kann ja kein Gewinner sein. Ja, gut. Delta-Variante. Lass uns zurück zum Sportlichen kommen heute Abend, Mario. Ich freue mich heute Abend auf das Spiel. Freuen wir uns alle, glaube ich. Ne? Ich habe ja immer so gedacht, vorm Halbfinale, ja, die Engländer immer zu Null gespielt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber nach dem Halbfinale, wo sie den Roman Elfmeter gekriegt haben, bin ich heute Abend für die Italiener. Ich hoffe, dass die es gewinnen. Aber Engländer haben taktisch dazugelernt. So kam es mir vor, oder? Fandest du nicht, dass sie sehr taktisch... Aber wir haben sie ja aufgebaut. Ja. Als sie gegen Deutschland gespielt hat, die ersten 20 Minuten, hatten die Hosen voll ohne Ende. Ja, richtig. Und Deutschland ist nicht gekommen. Und dann haben sie gedacht, ja, wenn die nicht kommen, dann kommen wir. Und seitdem spielen die einen ordentlichen Fußball. Vollkommen richtig. Ich muss auch jetzt sagen, obwohl ich ja kritisch den Engländern gegenüber bin, auch mit dem Elfmeter, das ist mir für mich relativ, weil sie waren ganz klar die bessere Mannschaft. Ja. Und man muss ganz deutlich sagen, ich habe leider nur die zweite Halbzeit gesehen und die Verlängerung und da haben die Dänen, die ich sehr schätze und sehr liebe, nicht einmal aufs Tor geschossen. Die konnten aber auch nicht mehr so und richtig. Und deshalb ist England jetzt, das muss man auch deutlich sagen, ganz verdient im Endspiel. England ist eine Turniermannschaft, wie es Deutschland vorher bei großen Turnieren war. Das kostet übrigens Geld bei uns. Kriegst du gleich. Und im Endspiel sind 2 Mannschaften, im Halbfinale waren 4 Mannschaften und auch im Viertelfinale, Belgien ist ja ausgeschieden, die Schweiz ist ausgeschieden, waren Mannschaften. Und das waren wir weder emotional noch vom Konzept her. Ich würde da auch widersprechen, es sind ja eben keine Turniermannschaften, sondern es sind Trainermannschaften. Also Italien und England sind 2 Teams, die so geprägt sind. Also einmal von Southgate, einmal von Mancini. Mancini hat 3 Jahre gecastet, Southgate hat die Mannschaft jahrelang mit aufgebaut. Die tragen ja die Handschrift dieser Trainer. Deswegen sind Trainermannschaften, die aufeinandertreffen und deswegen sind die auch verdient im Endspiel. Trainermannschaften. Sehr wahrscheinlich ist das möglicherweise ein neuer Trend. Bisher wurden ja solche Europameisterschaften, Weltmeisterschaften von Superstars geprägt und diesmal ist es die Mannschaft. Ja, ich das meine, wird Bertie Vogt sehr freuen, dass das jetzt auch im Mainstream angekommen ist. Wenn Sie dran denken, wie viele italienische Spieler kannte man nicht so, englische Spieler kommen ja aus der 2. Kategorie. Und die sind jetzt, und der Southgate und der Mancini haben beiden den jungen, unverbrauchten Spielern die Chance gegeben und das ist gut gegangen. Hm. Und wenn ich die Italiener da mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld rennen sehe, da lacht einem das Herz im Leibe. Und das ist das, was man sehen will. Und warum waren wir keine Mannschaft, Uli? Da muss man fragen, wollen wir gleich über die Deutschen jetzt reden? Nein, machen wir gleich, noch in Ruhe. Aber, weil du es ja angedeutet hast schon. Stefan, was glaubst du denn heute Abend? Nochmal, Italien ganz klar? Na, nicht ganz klar, aber Italien ja. Ich meine, die Spiele waren jetzt ja alle sehr eng. Ja, ne? Aber der italienische Fußball hat sich ja ein Stück weit verändert, im positiven Sinne. Ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn sie 1-0 früher das geführt heißt. Haben, haben sie hinten zugemacht und haben versucht, mit einem Konter, Catenaccio. Heute gehen sie nach dem 1-0 aufs 2-0, nach dem 2-0 aufs 3-0. Also genau. Das beeindruckt mich. Im Spiel nach vorne haben sie auf jeden Fall an Qualität dazu gewonnen. Und hinten stehen sie bombenfest mit Chiellini, Bonucci, brauchen wir nicht drüber reden. Und von daher würde ich sagen, es wird ein harter Kampf, vielleicht auch in der Verlängerung, aber ich würde tippen 1-0 Italien. Gut, dann gucken wir uns mal, wie nennt man das so schön, die Szene der Woche an. Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns aber erstmal quasi das Titelblatt der Woche an. Das kommt nämlich aus den schottischen Medien. Save us, Roberto Mancini, du bist unsere letzte Hoffnung. Wir können keine weiteren 55 Jahre ertragen, in denen sie damit prahlen. Also Mancini hier in William Wallace-Manier. Und damit dürfte dann auch geklärt sein, für wen die Schotten heute Abend die Daumen drücken. Aber da haben auch die Engländer noch ein bisschen was mitzureden. Und damit kommen wir zu unserem Spielzug der Woche. Das ist der Ausgleich gegen Dänemark. Das Ganze eingeleitet von Harry Kane, der auch immer mehr zum Spielmacher wird und eben entscheidende Szenen einleitet. Dann auf Saka, der dann auf Sterling. Am Ende war es ein Eigentor von Kjær. Wenn es Kjær nicht gemacht hätte, muss man aber ganz klar sagen, hätte es eben Sterling gemacht. Also die Engländer auf jeden Fall mit einer enormen Offensivpower. Und einer, der eben den Unterschied ausmachen kann, ist eben Harry Kane. Er findet immer mehr rein in diese EM. Nach dem Tor gegen Deutschland hatte man das Gefühl, das war so der Brustlöser. Und die Frage ist, ist das so ein Unterschiedsspieler, der vielleicht uns gefehlt hat? Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Yippie, yay. Olaf, sagen wir es mal so, uns hat auf jeden Fall ein Mittelstürmer, ein Stoßstürmer gefehlt. Ne? Also beide Mannschaften. Wir haben in Deutschland, also bitte gerne korrigieren, wir haben in Deutschland gar keinen. Also mir fallen in der dritten Liga Sascha Mölders ein und in der zweiten Liga Kollege Terodde. Und dann haben wir noch den Kollegen Stindl, den ich jetzt nicht wirklich als Mittelstürmer sehe. Also ich glaube, dass wir auf der Position definitiv ein Problem haben. Das ist das neue Spielsystem, was gespielt wird, mit viel Ballbesitz und. Also ich persönlich begrüße das bei den Bayern mit Lewandowski vorne drin. Da hast du einen, den kannst du einfach anspielen und du hast das Gefühl, da passiert jetzt was. Und den haben wir in der deutschen Nationalmannschaft, haben wir den Stand jetzt und die letzten Jahre haben wir den nicht. Ich glaube, Miroslav Klose war noch mal so einer, wo wir drüber reden können. Aber ich glaube, der ist dann auch zu alt mittlerweile. Mhm. Also, und Lewandowski einbürgern geht ja schlecht, ne? Also von daher... Alles möglich. Ja, müssen wir mit dem Ehrenpräsidenten sprechen, ob er das nicht machen kann. Aber nein, aber das ist, wenn ich immer höre, wir müssen den einen... Ich weiß gar nicht, was danach kommen soll. Also wir sind uns alle sicher, wen wir aussortieren sollen. Ich habe eher das Problem, wen sollen wir denn, also Musiala habe ich gehört, das finde ich gut, aber wer soll überhaupt nachrücken, wer soll denn überhaupt wieder unsere deutschen Nationalmannschaft nach vorne führen? Ich finde Kimmich und Goretzka überragend, leider der ein oder andere auf der falschen Position, aber nichtsdestotrotz, da muss ja noch ein bisschen mehr kommen. Ich habe auch nicht verstanden, aber jetzt sind wir schon in der deutschen Diskussion, warum wir mit einer Dreierkette hinten spielen, zwei Spieler zurückholen und sagen wir einen Stammspieler vom FC Bayern mit Boateng nicht zurückholen, dann hätten wir die Viererkette gehabt. Dann hätten wir das System spielen können, was wir vielleicht besser hätten umsetzen können. Und Kimmich hätte nicht da spielen müssen, wo er nicht spielen wollte. Also das sind viele, viele, viele hausgemachte Probleme. Auf der anderen Seite, ich habe auf der Bank jetzt auch nicht viel gesehen, wo ich vom Fernseher gesessen habe, also bis auf Musiala, wo ich gesagt habe, jetzt bring den doch, das wird das Momentum sein. Das ist so meine aus Fußball, ich bin ja kein Experte, aber als Fußballfan hat es mir da einfach gefehlt, ehrlich gesagt. Wobei Musiala, der hat 10 Minuten gespielt, ne? Oder wie viel hat er gespielt? Also, ja, das Heil des deutschen Fußballs kann nicht ein 18-Jähriger sein. Das ist, und auch die Problematik mit dem Mittelstürmer, das ist ein Problem, das haben wir nun mal. Ja. Aber darf ich mal ausholen? Ich möchte vielleicht mal sagen, alles, was ich sage über Jogi Löw, ist immer basierend auf der Tatsache, dass ich den Menschen unglaublich mag. Man muss ja heute aufpassen, wenn man was kritisiert, dass es dann jetzt wochenlang heißt, der Höhne haut den Löw in die Pfanne. Aber wenn man das Thema, ich habe mich ja auch vorbereitet auf heute, mal wirklich analysiert, dann ist es relativ einfach. Schauen Sie mal. Da gewinnt der FC Bayern die Champions League mit einer überragenden Saison. Mit der Viererkette, mit Spielern, die bewiesen haben, dass sie Europa weltweit Superklasse sind. Dann spielen wir in der WM-Qualifikation, da habe ich ja für RTL dann kommentiert, die ersten zwei Spiele ganz ordentlich mit der Viererkette. Und völlig unnötig im dritten Spiel fangen wir mit der Dreierkette an. Und das war nur die Vorbereitung für Jogi Löw, weil er genau gewusst hat, ich muss den Toni Kroos einbauen. Aber der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem. Hätte Jogi Löw von Anfang an, er wollte aber wahrscheinlich nicht das System von Hansi Flick kopieren, sondern er wollte was besonders Neues machen und das ist total in die Hose gegangen. Hätte man von Anfang an mit der Viererkette gespielt, ein Mittelfeld mit Kimmich, Goretzka, Müller, die zwei Außenstürmer, Sané und Gnabry und den Havertz in die Mitte da vorne, dann bin ich hundertprozentig sicher, dass wir jetzt anders dastehen würden.
Und vor allem dieser Angsthasenfußball gegen England. 20 Minuten lang haben die gar keine Chance gehabt und haben gewartet. Irgendwann müssen doch die Deutschen kommen. Aber sie sind nicht gekommen. Und was mich aber, jetzt muss ich die Schuld nicht nur bei Yogi sehen, sondern auch bei unseren Spielern. Ich habe unsere Spieler kennengelernt als super selbstbewusste Jungs, die bei Hansi Flick ein großes Mitspracherecht hatten bei allen Dingen, die da gelaufen sind. Ob das dieses Trainingslager war oder das war oder jenes. Und da habe ich nie was gehört. Ich weiß, dass sie total unzufrieden waren mit dieser Situation, mit der Taktik und all dem. Und trotzdem haben sie es akzeptiert. So kenne ich unsere Spieler nicht. Warum haben sie das gemacht? Was glaubst du? Ich weiß nicht. Hast du mal mit einem sprechen können? Ich habe noch mit keinem gesprochen. Ich verstehe es nicht, weil unsere Spieler normalerweise mit dem Trainer reden. Weil es gab doch gar keinen Grund, das System so zu ändern. Ja, aber Uli, dann muss doch ein Manuel Neuer, ein Hummels, ein Toni Kroos oder ein Thomas Müller hingehen und sagen, hinter verschlossenen Türen. Das Hauptproblem war, sie hätten natürlich sagen müssen, der Toni Kroos passt mit seinem Querpassspiel nicht mehr in diesen Fußball. Es wird vertikal gespielt, es wird mit dem Ball volle Pulle wie die Italiener nach vorne gerannt. Habt ihr mal das Spiel gegen England gesehen, die letzte Viertelstunde? Ja, wir liegen 1-0 hinten. Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt. Aber da muss ich was riskieren. Ich muss mal einen ausspielen. Ich muss mich mal umhauen lassen. Und das ist das Problem. Ich mag den Toni Kroos extrem. Der hat Weltklasse-Leistungen gebracht. Der war für den FC Bayern super. Aber seine Art zu spielen ist total vorbei. Bei dieser ganzen EM habe ich keinen Spieler gesehen, der diese Art des Fußballs macht. Die nehmen den Ball und dann geht es die Post ab. Und bei uns wird erstmal quer gespielt, bis die gegnerische Abwehr alle hinten sind und wir können keine Tore schießen. Du redest jetzt ein bisschen über das Mittelfeld und die Abwehr. Das können wir nicht ändern. Wir haben diesen Stürmer nicht, den ihr habt bei Bayern München oder Haaland in Dortmund. So. Jetzt reden wir doch mal über die Offensiven bei der Nationalmannschaft mit Werner, Sané, wen haben wir noch? Thomas Müller? Gnabry. Die kommen doch ganz anders zur Entfaltung, wenn ein Lewandowski bei Bayern München vorne spielt. Das ist doch auch klar. Das haben wir halt nicht. Und deswegen waren die verloren in ihren Positionen im Spiel nach vorne. Das ist meine Meinung. Aber auch, weil du einen Domino-Effekt hattest. Es gab vor 10 Tagen oder 2 Wochen ein sehr, sehr tolles Interview mit Ralf Rangnick in der Süddeutschen Zeitung, der gesagt hat, bei einer Europameisterschaft müssen alle Spieler auf ihren 1A-Positionen spielen. Dadurch, dass aber Kroos reingerückt ist und mit Gündogan auf der 6 gespielt hat, konnte Gündogan nicht offensiv spielen wie bei Manchester City, wo er in der vergangenen Saison 17 Tore geschossen hat. Er war der torgefährlichste Mittelfeldspieler. Gnabry musste als Mittelstürmer spielen. Müller, den du eigentlich als hängende Spitze geholt hast, war plötzlich irgendwo rechts. Sané hat gar nicht gespielt. Dadurch war all die Power, die wir haben, wurde ja überhaupt nicht abgerufen, weil jeder ein bisschen auf die falsche Position gerückt ist. Wenn ich schon sage, ich habe in der Abwehr Probleme, was ich nicht so sehe, dann brauche ich immer eine starke Sechs, die den Pass vertikal verhindert. Das war bei den Franzosen der Pogba oder der Conte, bei den Spaniern, der Conny, das waren verschiedene Spieler. Berratti, Italien. Und wenn jetzt plötzlich der Toni Kroos besonders dafür auffällt, dass er grätscht, dass er dem Gegner den Ball abnehmen soll, dann stimmt da was nicht. Und Gündogan hat bei Manchester City offensiv gespielt. Ja. Er hat sehr viele Tore gemacht. Und jetzt haben wir plötzlich ein Mittelfeld, wo es überhaupt keinen Defensivspieler gab. Es ist doch wieder der Blick nach Italien. Also Deutschland hat unter Jogi Löw bei diesem Turnier mit einer vermeintlich schlechten Defensive defensiven Fußball versucht zu spielen, während die Italiener mit einer herausragenden Defensive offensiven Fußball spielen. Das ist der riesige Kontrast zwischen diesen beiden Nationalmannschaften. Ja. Es kommen noch 2 Sachen dazu. Erstens, die Argumentationskette ist natürlich sehr, sehr stark, Herr Hoeneß, aber Löw hat ja von Anfang an auch gesagt, er will nicht nur diesen Umschalt- und totalen Pressing-Fußball spielen. Er wollte immer ein bisschen feingeistiger, auch mehr Ballbesitz spielen lassen, ein bisschen ruhiger agieren, auch im Kombinationsspiel in die Offensive. Das hat wahrscheinlich auch da einen gewissen Grund. Aber du musst ja nicht einschlafen dabei, ne? Also ich meine, das war schon sein Ansatz. Und das andere ist, morgen erscheint die Kicker-Rangliste. Von den 26 Spielern, die im EM-Aufgebot waren, sind 7 überhaupt nicht in die Rangliste gekommen. Nur 9 in die internationale Klasse. Warum? Weil einige Spieler, das ist uns plötzlich dann auch in dieser Summe bewusst geworden, einfach eine schlechte Rückrunde gespielt haben. Ein Süle zum Beispiel taucht da nicht auf. Ein Klostermann nicht mehr, ein Halstenberg auch nicht mehr. Und Gündogan hat fantastisch gespielt, nah an der Weltklasse. Am Ende hat er aber Schwierigkeiten bei Manchester City und dann noch in der Nationalmannschaft, gesundheitliche.
Es kommen einige Themen zusammen, aber in der Grundlage stimmte vieles nicht. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Man kann in kein Turnier gehen und dann erst in den letzten 2-3 Wochen ein Konzept entwickeln. Das funktioniert nicht. Auch Hummels und Thomas Müller sind, wenn man sie mitnimmt, hätte man sie ein paar Spiele vorher mitnehmen müssen. Wenn ich schon eine Dreierkette einstudieren will, dann kann ich sie nicht 2 Spiele vor der EM einspielen, sondern da hätte ich dann spätestens bei der WM-Qualifikation hätten die 3 Spiele, hätte ich die dazu nehmen müssen. Eingespielt sein, jetzt muss ich zahlen, ist eine Macht. Ja? Das ist jawohl, es. Die ersten 3 Euro kommen. Ja, man kann sich aber auch als Mannschaft präsentieren und noch nicht mal das haben wir geschafft. Ja. Wenn ich sehe Mannschaften wie Dänemark, wie Italien, die leben nicht von einem Superstar. Wenn ich sehe Tschechien, Schweiz. Wenn ich die Ukraine sehe, wenn ich die Schweizer sehe, die haben... Die Österreicher waren auch nicht so schlecht. Ja, das war total sympathisch. Das war total sympathisch, weil sie sich als Mannschaft präsentiert hat. Ungarn bei uns im letzten Gruppenspiel, das war eine Mannschaft. Mhm. Wir waren ja weit weg von einer Mannschaft. Wenn ich den Superstar nicht habe, dann muss ich aber als Team funktionieren. Und das haben wir nicht geschafft. Aber die Schweizer haben sich nicht hinten reingestellt gegen Frankreich. Die haben die Franzosen in eine Verlegenheit nach der anderen gebracht, weil sie flott nach vorne gespielt haben. Da hätte ja auch schon während der normalen Spielzeit das eine oder andere Tor fallen können. Aber vielleicht nochmal das aufgegriffen. Also der Trainer ist ja Teil einer Mannschaft. Ich glaube, 2014 hat ja die Mannschaft auch dafür gesorgt, dass der eine oder andere auf eine andere Position rückt. Ich glaube, dass man nach dem Frankreich-Spiel schon aus der Mannschaft heraus, also ich war nicht dabei, vielleicht ist es passiert, aber ich habe es nicht gemerkt, aber ein Hallo wach, Jogi, pass mal auf, das Turnier geht hier wirklich in die völlig falsche Richtung. Da sehe ich auch die Mannschaft in der Pflicht. Und da muss man sich auch, und das haben wir 2014 gemacht, gegen den einen oder anderen Willen und gegen den einen oder anderen Dickkopf dagegen stellen, weil es geht hier, also bei allem Respekt, das ist kein Fußballturnier, das ist eine Europameisterschaft. Und über 80 Millionen in Deutschland, ehrlich gesagt, haben auch so ein Recht darauf, dass da alles gegeben wird. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, der Jogi hätte, der Jogi müsste und der Trainerstab. Ich sehe übrigens gestandene Champions-League-Spieler, mehrfache Nationalspieler, da auch in der Pflicht, abends sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, pass mal auf, die Dreierkette, Jogi, bei allem Respekt, das ist Unsinn, was wir hier machen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Gespräche stattgefunden haben, aber offensichtlich sich nicht durchsetzen ließen. Weil unsere Spieler sind keine Spieler, die Duckmäuser sind. Gut, da reden wir gleich natürlich noch mal intensiv weiter drüber. Jetzt kommt Hansi Flick. Was wird er ändern? Uli kennt ihn natürlich ganz besonders gut. Alles gleich bei uns hier im EM-Doppelpass. Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass. Wir sind immer noch bei der Fehleranalyse. Was ist schiefgelaufen bei der deutschen Mannschaft, Mario? Wir haben schon 3er-4er-Kette gesagt. Was noch? Ich habe es akustisch nicht verstanden, die Musik war gerade zu laut. Wir sind doch immer noch bei der Fehlersuche, bei der deutschen Nationalmannschaft. Na, ich glaub, 3er-Kette haben wir ja schon gesagt. Ich glaube, dass wir viele Fehler gemacht haben. Wir haben Spieler auf Positionen spielen gelassen, die sie vielleicht nicht wollten. Manchmal muss die ja... Aber nochmal, geht das denn immer, dass jeder da spielen kann? Nein, es geht nicht immer. Ich meine, wir haben es ja mit Philipp lange gesehen. Du musst dich dann damit arrangieren, dass du halt auch mal auf einer Position spielst, wo du vielleicht nicht so gerne spielst. Aber für mich war ja der Kardinalsfehler, Kimmich von seiner Sechserposition wegzunehmen. Kimmich ist eine Maschine, der will Fußball spielen, der will nach vorne, der will nach hinten, der kämpft, macht und tut. Den nimmst du aus dem Zentrum raus. Aber er kann auch rechts spielen. Das ist, da sind er wir kann ja rechts spielen, ne? Aber wenn ich doch, wahrscheinlich muss ich 3 Euro bezahlen, mache ich selten, aber ich bezahle sie dann auch. Wenn du ein Schlafwagen-Mittelfeld hast, dann kommst du halt auch nicht nach vorne. Das ist keine Phrase, das ist einfach eine Feststellung. Okay, dann ist es eine Feststellung, Gott sei Dank. Oder man zahlt 6. Bitte? Oder man zahlt doppelt. Oder es doppelt. So, und mit Gündogan, klar, Gündogan hat bei Manchester City gute Spiele gemacht, sehr gute Spiele sogar gemacht, war 5-6 Mal Spieler des Monats. Aber auch auf einer anderen Position. Aber in seiner eingespielten Mannschaft, das darf man ja nicht vergessen. Und dann kommt er in einer Mannschaft dazu, wie es Uli vorhin ja schon gesagt hat, die nicht eingespielt war. So, dann hast du mit Gündogan groß, die nebeneinander gespielt haben, vom Grunde her das gleiche Tempo haben, gleiche Fußball spielen. So, und keiner wusste so recht, was macht der andere überhaupt. Toni haben wir ja auch schon analysiert. Ist halt klar, sieht immer super aus, nächster Tag
meisten Ballkontakte, 120.000 Pässe, ja, aber über 8 Meter, 3 Meter, 4 Meter. Quer. Und quer, rechts, links und nach hinten. So, und das sind einfach die Dinge, das geht im heutigen Fußball geht's nicht mehr. Die Italiener machen es uns vor. Wir haben immer jahrelang über die Italiener geschimpft. 1-0, Trabatoni, Klinsmann, Basler und Elber oder Janga rausgeholt, hinten zugemacht. Das machen die jetzt nicht mehr. Ihr seid froh, dass man damals nicht fünfmal auswechseln durfte. Ja, ja. Gott sei Dank, da wäre ich ja also. Hätte noch weniger Spiele gemacht und noch weniger Zeit gehabt. Aber Stefan hat es richtig gesagt, jetzt führen die 1-0 und jetzt spielen die weiterhin nach vorne, weil sie genau wissen, jetzt brauchen wir das 2-0, jetzt brauchen wir das 3-0 vielleicht, um einen sicheren Sieg zu landen. Und das haben wir halt in unserer Mannschaft, in unserer deutschen Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach offensiv. Viel zu wenig. Wir waren natürlich auch, Olaf, nie vorne. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Man immer ja, stand, ne? Erstmal waren wir nie vorne, aber ich habe noch ein anderes Problem. Also ich bin immer der Meinung, da muss irgendwie so ein bisschen Feuer auch rein, da muss ein bisschen Reibung rein. Also die deutsche Nationalmannschaft stand für mich für Zufriedenheit und Harmonie. Also auch bei jedem Fehlpass den Daumen nochmal hochzuheben und zu sagen, Mensch, super, der nächste kommt bestimmt. Das ist vom Fernseher, also auf Bezirksliga-Niveau diskutiere ich jetzt hier gerade, mit wirklich schwer zu ertragen. Und da bin ich einfach der Meinung, da fehlt mir auch ein bisschen Lautstärke. Also auch mal das positive Anpfeifen des Mitspielers oder das Aufbauen, aber vielleicht auch mal die Kritik. Also das ist einfach nicht da. Und wir legen momentan Wert drauf, was essen wir, was trinken wir, wo leben wir, alles gut. Aber entscheidend... Und wie gut die Stimmung ist. Das war wie ja gut auch die Stimmung Thema, ist, ne? Aber entscheidend ist doch, und dafür zahle ich jetzt definitiv, ist halt leider oder Gott sei Dank auf dem Platz. Und da kann mir auch keiner widersprechen, da brauche ich einfach den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nach 10 Minuten mal sagt, wir sollten uns jetzt zusammenreißen. Ja, und dann habe ich einen wie Kimmich, der aber dann auf die rechte Bahn abgeschoben wird. Und dann hast du einfach nicht mehr den Einfluss. Ja, wenn du im Zentrum des Spiels spielst, ist doch logisch. Aber Leute, aber okay. Aber ich weiß nicht, das ganze Land hat gerufen, Hummels soll kommen, Müller soll kommen. Die kamen. Ich nicht. Neuer ist da. Kimmich, hast du gesagt, also richtig gute Leute, die den Mund aufmachen können, die was in der Birne haben beim Fußballspielen, da haben wir genügend gehabt. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ich habe es aber Müller, nicht gesehen. Müller ist bekannt dafür, dass er mal was sagt und Hummels auch. Und sie tun es auf eine Art, die, glaube ich, vernünftig ist. Also an Führungsfiguren hat es eigentlich nicht gemangelt, nur haben sie geführt, das ist die Frage. Aber sowas muss man ja auch auf dem Platz mal sehen. Mal Zeichen setzen, mal dazwischenhauen. Deine eigenen Mitspieler anzupfeifen, sie zurechtzuweisen. Ja. Das gehört, habe ich nicht gesehen. Definitiv. Wir lagen in jedem Spiel hinten. Ich habe das nicht gesehen. Also ich achte sehr wohl auch auf die Körpersprache, wo ich sage, so, jetzt muss irgendwas passieren. Ich habe es nicht gesehen. Tut mir leid. Aber ich sage nur, wir haben es nicht gesehen, aber eigentlich hast du die Typen dafür gehabt. Das ist wer denn? Die Namen, die ich eben genannt habe, das sind gestandene Bundesligaspieler, internationale gestandene Spieler, die auch eine Mannschaft an der Abwehrreihe führen können. Und Thomas Müller ist bekannt dafür, dass er auch mal was sagt. Also, warum haben sie es nicht getan? Die Typen hast du eigentlich da. Ja, aber er muss es machen oder sie müssen es machen. Das erwarte ich aber schon bei so einem Turnier. Vor allem, weil es ja auch Veteranen sind. Also wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann will ich das schon sehen. Ich meine, Thomas Müller haben wir ja oft genug gehört. Aber der kann ja nicht jedes Mal von links hinten, links vorne nach rechts hinten rennen und kann mit denen reden. Da muss der natürlich auch mal auf den Positionen. Es gibt ja immer in der Offensive einen Führer, wo ganz vorne steht, wie Lewandowski. Dann hast du im Mittelfeld einen Kimmich, einen Goretzka, was wir mit zwei überragenden Fußballern haben. Goretzka, der für mich eine brutale Maschine ist, klar, war am Anfang. Also du sprichst von der Achse, die man haben muss im Prinzip. Das hat man doch jahrelang gehabt. Ja. So, und die Achse war ja völlig unterbrochen. Wir haben vorne Thomas Müller gehabt, so, dann hat die Achse gefehlt im Mittelfeld mit Kimmich, der dann auch mal Kommandos gibt, oder auch Goretzka. Mhm. Und hinten Hummels, muss ich sagen, der war froh, dass er nicht so in die Bedrängnis gekommen ist, dass er Dreierkette gespielt hat, dass er zwei Außenverteidiger dabei gehabt hat. Wenn wir jetzt mal reden über die Körpersprache, dann fangen wir doch mal an. Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir gucken mal die Nationalhymne der Italiener an, wie die da stehen. Da fängst doch schon mit an. Wir sind da, wir sind bereit, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Ja. Das kann man jetzt nicht vergleichen und das runterbrechen auf andere Mannschaften, aber ich finde das tief beeindruckend. Ich finde das tief beeindruckend. Und genauso spielen sie Fußball. Ich glaube zu wissen, was du meinst, und da bin ich vollkommen bei dir. Wir haben eben, ich habe es eben auch schon mal gesagt, wir haben Mannschaften gehabt, die sich durchgesetzt haben. Ein Bale, ein Ronaldo, ein Modric, alle vorher weg. Aber die Mannschaften haben sich durchgesetzt, nicht die Superstars. Und die haben nicht nur als Mannschaft gut organisiert und mit einem Konzept gespielt, sondern sie sind auch emotional eine Mannschaft. Ja. Nach innen funktionieren diese Mannschaften, übrigens auch die Engländer.
Das haben die jahrzehntelang nicht getan. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, wo war das Feuer in der DFB-11? Aber Deutschland ist auch 2014 Weltmeister geworden, ohne bei der Nationalhymne zu tanzen. Also das hat auch funktioniert. Was ich viel eher glaube, ist... Lukas, lass uns gerade gucken. Wir haben die italienische Nationalhymne, dann kannst du sofort weitersprechen. Du musst belegen, was Stefan gerade gesagt hat. Das gut, gegen die willst du dann auch nicht gleich spielen. Jetzt stell dir das doch mal vor, das macht der Thomas Müller. Da lachst du dich doch kaputt. Da lachst du dich doch kaputt vor. Es beeindruckt mich. Und so präsentieren sie sich auch auf dem Platz. Aber du hast was ganz Richtiges gesagt, Stefan. Und auch aus deiner, wie ich finde, aus deiner eigenen Spielerbiografie heraus. Wenn du sagst, wenn du jemanden wie Kimmich hast, jetzt nehmen wir mal dieses böse Wort Leitwolf nochmal in den Mund. So. Du hast ja 94 auch plötzlich rechts auf der Schiene, rechts verteilt und hattest nicht mehr den Impuls. Also gerade in dem Spiel, über das müssen wir ja nicht nochmal reden, aber gerade in diesem Spiel mit dem Abgang hast du rechts verteidigen müssen, warst auf der Schiene und warst nicht im Zentrum. Und genau sowas ist dann eben auch mit Kimmich passiert. Und dann frage ich mich aber, wie wir in ein Turnier gehen mit Jogi Löw, wo wir genau wissen, seit 10 Jahren, was wir von Jogi Löw bekommen. Als hätte er sich in den 3 Jahren nach Russland, nach Watutinki bis nach Herzogenaurach verändert. Wir haben Löw gehabt, Löw ist Trainer geblieben, wir haben genau den Löw-Fußball bekommen, von dem wir immer gehofft hatten, dass er ihn nochmal verändert. Also ist das doch nicht, der Fehler ist doch nicht bei dem Turnier. Die Fehler sind nicht bei dem Turnier passiert. Der Fehler ist, dass es in den 3 Jahren vorher nichts verändert. Also 3 Jahre, aber du hast eben 10 Jahre gesagt. Ja, du weißt 10 Jahre lang, was du von Löw bekommst. Genau, und das war in den 3 Jahren davor passiert nichts. Gerade übrigens, wenn man sich Mancini anschaut und wie der Italiener gebaut hat oder Southgate, das hat ja Löw alles nicht gemacht. Diese 3 Jahre sind völlig ungenutzt und chaotisch verstrichen seit 2018. Uli, wie weit ist Kimmich denn schon? Kann er diese Funktion ausfüllen, die wir gerade gefordert haben? Also nicht nur natürlich spielerisch auf der 6, sondern auch als der... Man sollte sich jetzt nicht fokussieren auf einen Spieler. Joshua ist eine absolute Leitfigur, ein Führungsspieler. Aber da gibt es genug andere auch. Und ich würde das nicht jetzt reduzieren auf die Nationalhymne singen. Deutschland hat der FC Bayern, ich kann nur sagen, wir haben ein halbes Jahr vorher die Champions League gewonnen gegen die besten Mannschaften der Welt. Und da wurde bei der Nationalhymne auch nicht gejodelt, sondern da wurde in aller Ruhe sich konzentriert auf das Spiel. Aber auf dem Platz, da ist jeder für jeden gegangen. Wenn der Mbappé den Ball hatte, dann hat er Kimmich gegen ihn gespielt und der zweite und dritte war drauf. Und das hat mir jetzt gefehlt. Ich möchte zwei Tore mal ansprechen. Deutschland, Portugal. Ecke von rechts. Groß führt aus. Wir erinnern uns an. Kimmich steht 2 Meter daneben. Genau. Ja. Und im Gegenzug aus der Ecke kriegen wir das 1-0. Wir schießen gegen Ungarn. Und weißt du, wer hinten stand beim Kimmich. Stürmer? Nee, Havertz. Und Kimmich, Havertz. Kimmich stand aber auch noch einzige da. Der einzige Stürmer, der Kopfball spielen kann. Ja, der steht aber hinten als Verteidiger. Und bei als gegen Absicherung. Ungarn spielen wir nach dem 1-1. Da musst du einfach mal in Ruhe, mal 5 Minuten Ruhe. Dann kriegen wir im Gegenzug, nur weil wir keinen rechten Verteidiger da gerade hatten, musste der Sane zum zweiten oder dritten Mal 70 Meter über den Platz rennen. Weil die Lücke frei war, weil der Kimmich zu dem Zeitpunkt schon sich ins Mittelfeld begeben, weil er gemerkt hat, da geht nichts. Aber das war ja eine taktische Anweisung von Löw. Löw hat 2 Dinge gemacht. Du schießt das 1-1 und holst Kai Havertz direkt vom Platz. Als jemand, der in diesem Moment ja das Momentum hat. Der trifft gerade und du nimmst ihn vom Platz. Und gleichzeitig hat er gesagt, um mehr Druck aufzubauen, doch Kimmich nach innen. Damit musste aber Sané den rechten Schienenspieler geben. Und wie das geht? Der war so kaputt, kurz vor Schluss war doch Sané die Szene, wo er allein auf die Abwehr zulief. Und dann hat er, da musste er nur quer spielen, noch 5 Meter lang. Ja, genau. Also der war so kaputt nach dem 17. Spurt nach hinten, dass er gar nicht mehr in der Lage war, den Ball quer zu machen. Wir erinnern uns auch dran, Volland kommt rein und spielt auf einmal linker Verteidiger. Ich meine, du hast ja recht mit dem, was du gerade gesagt hast, vollkommen. Aber das muss ja auch aus der Mannschaft kommen, nach dem 1-1 Ungarn, erstmal zu sagen, jetzt die Kontrolle haben. Erstmal den Ball und wenn das hintenrum erstmal geht, Ruhe reinbringen. Aber Stefan, wenn das... Weißt du, das muss eine Mannschaft, die geordnet ist, da geht es. Aber da ging es doch ständig drunter und drüber. Verstehst du, die haben ja gar keine Ordnung, nie eine richtige Ordnung gehabt. Was der Gosens, der hat einmal überragend gespielt, weil dieser portugiesische Trainer den Namen scheinbar noch nicht gekannt hatte und dem ständig den linken Seite freigegeben hat. Ja? Und in allen anderen Spielen, wo es eng wurde, hast du von Gosens nicht gesehen, weil er technisch einfach zu schwach ist, wenn es eng wird. Mhm. Ja, aber das sehen alle nur
der eine oder andere bei uns. Muss das nicht auch ein Stück weit so ein bisschen auch aus der Mannschaft kommen? Ja. Nach dem 1-1 Ungarn mal zu sagen, warte mal. Aber noch ein anderer Punkt. Wenn ich das richtig sehe im modernen Fußball, stehen da Cheftrainer, die sich aber auch während des Spiels und vorher beraten. Mit einem Co-Trainer, mit einem zweiten Co-Trainer, mit ihrem Analysten. Und wird sich mal ausgetauscht. Ich meine, der Vialli ist nicht nur als Buddy bei Mancini, sondern auch, weil er Fußballahnung hat. Ja. Dann frage ich mich, du sagst die Spieler, was machen denn die anderen Assistenten von Löw? Was haben die denn da beraten? Mal eine rhetorische Frage. Also vielleicht ist das auch eine Frage, die man stellen muss. Die haben sich was dabei gedacht, den Havertz rauszunehmen. Die haben sich was dabei gedacht, den Volland dahinzustellen. Oder haben sie sich nichts dabei gedacht? Ja, gehen wir zum Spiel nach England oder England gegen Deutschland. Die Einwechslungen zum Ende der Spielzeit. Ich glaube, da haben wir alle mit dem Kopf geschüttelt, weil wir es nicht verstanden haben. Das beraten die wahrscheinlich auf der Bank. Aber ich habe genau das Gegenteil beobachtet gegen Portugal. Es war 0-1 zurückgegangen, war ja eine Trinkpause. Ja. Da hat Markus Sorg alles gemacht. Da hat Jogi Löw gar nichts gemacht. Und dann habe ich den portugiesischen Trainer beobachtet. Der hat mit seinen Jungs gesprochen und versucht, die... Eine wahnsinnige Entscheidung hat er jetzt, dieses Ausgeht gegen Dänemark gemacht. Einer der besten Spieler in England ist der Grealish. Den hat er Spiel davor gegen Deutschland, die Flanke von links, hat er ja ganz gut gemacht. Da lässt er nicht spielen. Okay, ist ihm zu offensiv, weil er wollte erst mal spielt ja mit zwei Sechsern. Ja. Wir haben ja mit gar keinem gespielt, die spielen mit zwei. Dann führen die 1-0, dann bringt er den Grealish. Und dann kommt das, glaube ich, das 2-0 und dann nimmt er ihn wieder raus. Ja, genau. Nach 25 Minuten. Ja. Da wäre doch bei uns die Hölle los. Und heute habe ich gelesen, Grealish hat gesagt, es ist okay, er ist der Boss. Ja. Und den Mut zu haben, der ist super populär in England, Grealish. Wenn der reinkommt, steht das Stadion Kopf. Da nimmt er ihn nach 25 Minuten runter. Da gibt es noch einen anderen Spieler, Jordan Henderson, der ist Kapitän bei Liverpool. In dem Southgate-System hat er sich auch eingefügt und ist reingekommen, wenn er gebraucht wurde. Macht sein erstes Länderspieltor beim 4-0 gegen die Ukraine. Auch solche Spieler ordnen sich ja ein in dieses System und haben aber trotzdem Mitspracherecht. Und das merkst du einfach, deswegen ja nochmal Trainermannschaften, das ist einfach der komplette Gegenentwurf zu dem, wie Jogi Löw dieses Turnier gecoacht hat. Ja, aber ist auch leicht, ehrlich gesagt, wenn es läuft, dann kannst du dich auch locker unterordnen, wenn ich das mal sagen darf, weil wenn es nicht so gelaufen wäre, glaube ich, hätte der sich schon mal zu Wort gemeldet. Also ich weiß auch nicht, aber was... Aber Mancini und Southgate, so in der Verlängerung, wenn die gesehen hast, die haben schon die Jungs nochmal gepusht. Natürlich haben die gepusht. Das ist alles das, was bei uns nicht passiert ist. Das habe ich nicht so gesehen. Genau. Ja, aber wie gesagt, bei der Nationalhymne, wie gesagt, wir singen übrigens seit 50 Jahren, das ganze Stadion singt übrigens auch nicht die Nationalhymne. Deswegen mal weg mit dem Thema, das ist italienische Kultur. Obwohl der Text immer oben steht. Aber übrigens, Leute, wir haben doch, glaube ich, verstanden, wie Stefan Effenberg das eben gemeint hat. Und wir haben doch daraus gelesen, es fehle so ein bisschen Feuer, eine innere Emotionalität in einer Mannschaft. Ich glaube, das kann man damit als kleines Signal wahrnehmen. Jordan Henderson übrigens war länger verletzt, der konnte gar nicht in der Startelf stehen von Anfang an, aber er ordnet sich unter. Aber das ist ein ganz anderer Unterschied zwischen England und Deutschland zum Beispiel, ist, dass du in England einen Sancho, einen Foden, einen Rashford draußen lassen kannst und spielst trotzdem erfolgreichen Fußball. Da ist ein Kaliber zurzeit hinten dran bei England. Da legst du dir hier noch die Finger danach. Mhm. Uli, du hast ja eben zu Recht auch die Bayern-Spieler gelobt, ne? in der überragenden Saison. Was war denn mit Gnabry und Sané los aus deiner Sicht bei diesem Turnier? Gnabry hat ja gar nicht stattgefunden. Sie sind natürlich in München gewohnt, dass sie Stammspieler sind. Aber Gnabry hat ja immer gespielt erstmal, ne? Und ja, aber auch in der Öffentlichkeit hat man zugelassen, dass sie immer wieder in Frage gestellt wurden. Und es gibt gewisse Spieler, die müssen wissen, ich spiele da. Ja. Und dann spielen sie wie selbstverständlich. Und auch zum Beispiel Kai Havertz war ja immer so in oder out. Ja. Ja. Und das ist für mich ein Superspieler. Ein Superspieler, der vor allen Dingen auch kopfballstark ist, der da vorne, denn das ist ja unser größtes Problem. Wir haben ja vorne gar niemand, der mal ein richtiges Kopfballtor macht. Entschuldigung, aber Havertz ist doch ein super Beispiel. Die Mannschaft von Chelsea war nicht intakt unter dem Trainer Lampard. Havertz hat Anlaufschwierigkeiten gehabt, verstehe ich, Werner auch. Dann kommt ein Tuchel, erkennt etwas und macht es richtig und die gewinnt die Champions League. Das ist ähnlich wie das Flick nach Kovac gemacht hat. Und insofern muss man auch sagen, auch da Havertz ein Trainerspieler, der wurde besser, als die Mannschaft wieder funktioniert hat, als er am richtigen Platz eingesetzt wurde. Das ist für mich ein super Beispiel, wie man sagen kann, du hast ein super Aufgebot und du kannst als Trainer unglaublich viel schlecht machen, hat Lambert offensichtlich gemacht und Tuchel macht es gleich richtig. Er hat die Spieler aber auch stark gemacht. Ja. Man hatte gemerkt, dass er den Spielern Vertrauen gegeben hat. Er hat ein paar Wochen gebraucht, bis er seine
Idealformation hatte und dann hat er die durchgezogen. Und im Endspiel stand eine Einheit auf. Und das ist schwieriger als Nationaltrainer, der die Mannschaft nur ein paar Tage lang hat, wegen Corona noch weniger als in sonstigen Spieljahren. Das muss man auch sagen. Also ja, aber wenn ich sie schon so wenig habe, dann lasse ich die Mannschaft, die ich im Kopf habe, mindestens die 3, 4, 5 Spiele durchspielen. Da bin ich bei da Ihnen, nehme ich überhaupt keine Rücksicht auf die Ersatzspieler. Denn das war immer so, dass in den ganzen WMs hatten wir immer eine Stammmannschaft und kamen ein oder zwei Spieler dazu. Aber bei uns waren ja 4, 5 und Systemwechsel und 4, 5 Spieler, die immer rein und raus kamen. Da kann keine Einheit entstehen. Gut, wir reden gleich weiter, wollen von dir natürlich auch wissen, Uli. Hansi Flick, wie hat er es überhaupt gemacht und was wird er vor allen Dingen jetzt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft alles verändern? Für Sie erstmal die Chance auf 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Wieder zurück live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass. Heute Abend noch das Finale in Wembley, Italien gegen England. Jo, wir können uns da trotzdem schon mal die Top-Mannschaft dieser Europameisterschaft anschauen. Gold richtig aufgestellt. Expert präsentiert die Top 11 der Woche. Ja, und Stefan hatte die freie Auswahl aus allen Spielern dieser Europameisterschaft. Und das ist seine Top 11 daraus geworden. Auffallend ist, viele von denen werden wir auch heute Abend auf dem Platz sehen. Insbesondere das Trio Infernale um Donnarumma, Chiellini und Bonucci. Und man könnte auch noch Verratti aus dem Mittelfeld mit dazu zählen. Für dich also in der Defensive unschlagbar. Absolut. Das haben sie bewiesen in jedem Spiel. Auch Shaw oder Walker auf der rechten Seite. Ist ein Gegentor, das durch eine Standardsituation Freistoß. Also stehen sie zu Recht, meiner Meinung nach, in der Top 11. De Bruyne, Insigne, finde ich auch, haben sich nicht toll entwickelt. Aber das sind einfach Unterschiedsspieler. Vorne war es schwierig, muss ich sagen. Ich habe mich für Lukaku entschieden. Ich hätte jetzt auch Immobile oder Harry Kane. Aber ich finde, Lukaku vom Spielertyp ist das einer, den ich eigentlich auch gerne bei Bayern München sehen würde. Julian Nagelsmann würde ja ganz gerne wohl Kieser bei Bayern München sehen. Der Uli reagiert gar nicht. Genau. Er hört es nicht. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja, Kieser natürlich auch. Würde er gerne bei Bayern sehen. War ja nicht von Anfang an in der Stammelf, aber ist auch so ein Unterschiedsspieler. Ja? Mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings, hat zweimal das 1-0 geschossen. Viel Potenzial, 23 Jahre alt, steht mit Sicherheit auch noch eine ganz große Zukunft. Und könntest du dir auch beim FC Bayern vorstellen? Ich könnte mir viele vorstellen, die da stehen. Außer vielleicht Chiellini und Bonucci, die in so einem Alter sind, wo es wahrscheinlich eng wird. Aber die halten auch den Laden zusammen. Und auch Donnarumma, ja, hat sich toll entwickelt. Also man kann drüber diskutieren, aber das ist jetzt noch meine Elf. Ist einer dabei, den du vor dieser EM nicht unbedingt in deiner Top 11 erwartet hättest? Ja, ich muss sagen, bei Sterling war so Fragezeichen. Jeder weiß, dass er unglaubliches Potenzial hat. Aber jetzt hat er sie abgerufen, wirklich. Ja. In jedem Spiel hat sich immer gesteigert, wurde immer besser. Auch er steht zu Recht da drin. Ja. Den gilt es übrigens auch heute Abend zu stoppen. Ja, da müssen Bonucci und Chiellini auf jeden Fall auf der Höhe sein. Also ja, da mache ich mir keine Sorgen bei den beiden. Erfahrung genug haben sie auf jeden Fall. Wir hören uns mal an, was die Runde dazu sagt. Das war die Top 11 der Woche, präsentiert von Expert mit den besten Empfehlungen. So, Lukaku zu Bayern, das wäre doch mal was, ne, Uli? Ja, nach Lewandowski. Die Frage ist, wann, ne? Wann, oder? Ja, aber Lewandowski ist mir schon lieber, muss ich sagen. Und ich hätte auch Manuel Neuer ins Tor gestellt. Ja, weil der andere ist gut, aber Manuel ist besser. Aber vielleicht nicht in dem Turnier. Der Unterschied ist, einer steht im Finale. Manuel jetzt nicht schuldig. Nein, wir reden, aber das ist ja die Mannschaft für die EM, ne? Also nicht, natürlich ist Manuel Neuer ein Top-Weltklasse-Torwart nach wie vor. Aber er hat es verdient, finde ich. Aber du hast nur Spieler aus drei Nationen da, ne? Richtig? Belgien, genau. Italien und England, ne? Richtig. Kein Dänen oder kein... Ja, man hätte ja von Dänemark den einen oder anderen schon nehmen können. Ja, vielleicht Dolberg oder... So sagt ich zum Beispiel, genau. Mit Sicherheit. Aber man hat ja auch die Top-Teams. Du hast Frankreich im Achtelfinale weg, die Holländer weg, die Portugiesen weg, die Deutschen alle im Achtelfinale weg. Dann haben sie es auch nicht verdient, dass sie da drin stehen. Aber muss De Bruyne nicht mit dieser Mannschaft, diese goldene Generation der Belgier, dann doch ins Finale kommen, um die Top-11 zu kommen, wenn ein Mikkel Damsgaard, glaube ich, mit... der jetzt 6 Länderspiele hat. Die haben Pech gehabt, dass sie auf eine bessere Mannschaft getroffen sind. Ne? Ja, aber Mikkel Damsgaard wäre ja auch eine tolle Geschichte gewesen. Spielt bei Genua, trifft auf die Italiener, macht 2 Zaubertore und schließt ja vor allen Dingen die Lücke, die Eriksen nach seinem Ausscheiden hinterlassen hat. Also Damsgaard hätte ich für De Bruyne genommen. Kannst du ja machen in deiner Elf.
Dann machen wir jetzt mal hiermit weiter. Also nach dem EM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft ruhen jetzt alle Hoffnungen auf einen Mann. Hansi Flick soll es richten. Er soll das DFB-Team wieder zurück in die Weltspitze führen. Und das so schnell wie möglich. Am besten schon bis zur WM im nächsten Jahr. Eine Herkulesaufgabe. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Fußball-Deutschland glaubt, was Hansi Flick anfasst, wird zu Gold. Was wirklich Hoffnung macht, er hat es schon einmal getan. Als Flick im Herbst 2019 die Bayern von Kovac übernimmt, ist der Rekordmeister drauf und dran, die Vormachtstellung in der Bundesliga einzubüßen. Der Kader gespalten und ohne Hierarchie, der Trainer isoliert die Dominanz dahin. Dann kommt Flick und ein Dreivierteljahr später gewinnen die gleichen Spieler die Champions League, das Triple und später noch drei Operettentitel dazu. Und der Vater dieser Wunderheilung heißt Hansi Flick. So schaut's aus. Zugegeben, nicht alles, was Flick anfasst, wird sofort zu Gold. Sané ist bei Bayern auch unter Flick noch nicht zu dem Matchwinner gereift, der er sein könnte. Und auch Niklas Süle hat unter Flick noch nicht sein altes Fitnessniveau erreicht. Diese Baustellen wird Flick als Nationaltrainer erst noch erfolgreich abschließen müssen. So schaut's aus. Reicht ein Flick überhaupt, um den DFB wieder in die Weltklasse zu führen? Sind dort nicht zu viele Posten fehlbesetzt? Oder gar nicht besetzt? Sind die vielen DFB-Krankheiten überhaupt kurierbar von einem Wunderheiler allein? Die Sorge ist groß, dass ein Fisch sich nicht einfach freischwimmen kann, wenn er am Kopf so stinkt wie der DFB. So schaut's aus. Die Hoffnung bleibt lebendig, dass Flick es trotzdem schafft. Noch einmal schafft, eine verpeilte Mannschaft, die die Richtung verloren hat, zurück auf den rechten Weg zu führen. Wie hat er das jetzt eigentlich gemacht? Er wird ja wohl kaum nur die Hand aufgelegt haben. Die Antwort kennt keiner besser als der Mann, der Flick damals zum FC Bayern geholt hat. Uli Hoeneß, wir bitten um Aufklärung. Was hat Hansi Flick gemacht und kann er es noch einmal schaffen? Wie schaut's aus? So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Oder Uli, was hat er so besonders gut gemacht? Zunächst mal muss man sagen, er hatte ja zunächst auch mal eine sehr gute Mannschaft, sehr gute Einzelspieler. Ja. Und jetzt muss man ihm attestieren, dass er es geschafft hat, die Mannschaft hinter sich zu bringen. Er hat es geschafft, eine Harmonie innerhalb der Mannschaft herzustellen. Die Stimmung war hervorragend. Die sind füreinander durchs Feuer gegangen. Ich habe vorher erzählt, was los war beim Champions-League-Finale gegen so große Spieler wie Neymar, wie Mbappé. Da hatten die einen Plan, wie bekämpfen wir das? Ich war ja selbst in Lissabon ein paar Tage mit dabei. Da hast du gespürt, da ist eine super Stimmung, da entspannt, aber konzentriert. Und da war klar besprochen, wenn der Mbappé 2 Meter weggeht und der Erste ist ausgegangen, kommt der Zweite, der Dritte. Mhm. Und das hat er hingebracht. Es war eine hervorragende Stimmung innerhalb der Mannschaft. Mhm. Paradebeispiel Thomas Müller vielleicht an der Stelle, dass er den wieder so also richtig eingesetzt Thomas hat. Thomas ist natürlich ein Spieler, der von seinem Selbstvertrauen lebt. Thomas, wenn du den in Frage stellst, wird es schwierig. Und das hat er von Anfang an so gemacht, dass er ihm Stärke gegeben hat, Selbstvertrauen geschenkt hat und das hat er ihm gut zurückgezahlt. Mhm. Stefan, ist ja immer nicht so einfach, ne? Bei Bayern München die Balance zu finden als Trainer auch, oder? Nein, alle wollen natürlich spielen, klar, ja, weißt du. Ja, aber du musst immer so deine 2, 3 oder 3, 4 Spieler haben, auf die du dich verlassen kannst, denen du auch das 100-prozentige Vertrauen aussprechen musst. Das war bei Ottmar Hitzfeld damals bei uns auch mit Oliver Kahn, meine Wenigkeit oder Giovanni Elba. Also das Mitspracherecht, was Uli auch schon angedeutet hat, ne? Als Mannschaft mit dem Trainer. Ganz klar. Der Trainer hat auch mit euch relativ häufig gesprochen. Absolut, absolut. Mhm. Er hat auch zugehört und hat gewisse Dinge dann auch verändert. Und das war ja auch unsere große Stärke. Aber er hat uns dann auch vertraut in Phasen. Ich habe ja auch nicht ein Jahr komplett herausragend gespielt, um Gottes Willen. Aber ich habe immer dieses Vertrauen gespürt. Und das willst du ja zurückzahlen an deinen Trainer. Und das haben wir im Endeffekt auch gemacht. Und ich glaube, dass die Phase mit Thomas Müller ganz entscheidend war, ihn wieder zurückzuholen, ihm das Vertrauen zu geben. Und dann ist er auch Weltklasse. Darüber brauchen wir nicht reden. Deswegen war Bayern München ja in der Zeit auch so erfolgreich. Mhm. Auch dank Thomas Müller. Ist er ja jemand, der auf Erfahrung setzt? Das war unser Eindruck. Oder auch ein Entwickler?
Ja, er lebt schon hier im Hier und Heute. Er hat nicht so sehr vor, den FC Bayern des Jahres 2025 zu kreieren, sondern er wollte ganz kurzfristig Erfolg und darauf hat er gnadenlos hingearbeitet und das ist ihm ja prima gelungen. Was glaubst du, wie er mit Mats Hummels, Thomas Müller jetzt in der Nationalmannschaft umgehen wird? Ich sehe da überhaupt kein Problem. Wenn er das wieder schafft, nicht nur die Bayern-Spieler, die da sind, sondern auch die Spieler aus den anderen Vereinen hinter sich zu bringen. Das wird etwas schwieriger werden, weil er die ja nicht jeden Tag dann dabei hat. Aber seine große Stärke ist Harmonie, Miteinander. Es wird sich zeigen, er hat ja beim FC Bayern wenig Phasen gehabt, wo es richtig schlecht lief, wo man die auf Deutsch gesagt mal in den Arsch drücken muss. Ja, ja. Und ob er das dann auch schafft, das werden wir sehen. Aber er ist auch, vielleicht ist das der Unterschied zum DFB. Also beim FC Bayern hast du eine gestandene Struktur dahinter gehabt. Beim FC Bayern hattest du eine gestandene Hierarchie dahinter gehabt. Also jetzt lassen wir mal die Streitigkeiten Trainer, Manager, lassen wir jetzt mal ein bisschen in der Zielgeraden hinten raus. Aber als er das übernommen hat, stand der FC Bayern doch geballt da. Also ein Hansi Flick jetzt beim DFB, in dem, was da alles im Umfeld ist, was passiert eigentlich mit Bierhoff, wer macht denn jetzt den Präsidenten, vielleicht sehen wir hier den neuen Präsidenten, was, Mario, haben wir beide ja besprochen, dass das eventuell eine Option ist, aber der DFB ist Kraut und Rüben. Und ehrlich gesagt, was soll er denn machen? Wir haben doch der Schneider, Sorg, Köpke, Siegenthaler, die sind ja alle noch da, dann musst du ihm jetzt auch Köpke die Freiheit... nicht mehr. Dankeschön. Da musst du ihm die Freiheit auch geben. Also du musst einen Schnitt machen, Olaf. Pass auf, natürlich musst du, das ist nicht nur Jogi Löw. Das ist einfach Hansi Flick alleine. Ja, ist eine gute Option, eine gute Wahl. Stefan Kunz wäre vielleicht auch eine gewesen. Ja, es geht aber um mehr. Und der Unterschied finde ich nach wie vor, deswegen hinkt dieser Vergleich. Bayern war damals in sich, wie die letzten 20 Jahre, gefestigt. Und ich muss mal kurz mal noch eine Lanze für Niko Kovac sprechen. Denn 4 Monate vorher, bevor er den FC Bayern verlassen hat, war er deutscher Meister und Pokalsieger. Ja. Er hat jetzt in Frankreich mit Monaco eine überragende Saison gespielt. Ja. Das ist der einzige Verein, der Paris Saint-Germain in der letzten Saison 2-mal geschlagen hat. Aber ich bin eng befreundet mit Niko. Er hat es nicht so wie Hansi geschafft, die Mannschaft 100%ig hinter sich zu kriegen. Selbst nach den 2 Titeln gab es innerhalb der Mannschaft Zweifel, ob das alles funktioniert. Und diese Zweifel gab es bei Hansi Flick nie. Aber das ist ja ein sehr interessanter Punkt. Auch Joachim Löw hatte mit der Nationalmannschaft eine großartige Zeit. Er hat auch da gewissermaßen eine Ära geprägt. Und dann ist irgend so eine Reise irgendwann mal zu Ende. Also genau wie Kovac auch seinen Anteil hatte an Erfolgen des FC Bayern, hatte Joachim Löw, das möchte ich nochmal sagen, riesengroßen Erfolg, dass der deutsche Fußball lange sehr gut dargestanden hat. Deswegen ist es ja so schade, dass er jetzt so einen scheiß Abschied hat. Ja, aber nochmal, Olaf Schröder, es ist richtig zu sagen, der FC Bayern war gefestigt und dann konnte Flick dort entsprechend arbeiten und hat Erfolg gehabt. Aber ich sehe das gar nicht so negativ an, dass Hansi Flick jetzt in einen DFB kommt, der praktisch führungslos ist. Denn wenn man Hansi Flick, den Bundestrainer, wirklich zum sportlichen CEO macht, des deutschen Fußballs, zuständig für alle Nationalmannschaften, und lässt ihn arbeiten und stärkt ihn, dann ist es mir eigentlich wurscht egal, wer da den Präsident macht und für die Gesellschaft. Grundsätzlich hast du natürlich recht, es kann ja nur besser werden. Wir müssen nur darüber diskutieren, hat Flick die Macht und die entsprechenden Befugnisse, auch das Team hinter dem Team, so um sich zu scharen, dass er Erfolg haben kann? Oder muss er da noch auf 4, 5, 6 Stimmen hören? Das hielt ich für fatal. Ein Bundestrainer muss der sportliche CEO sein. Und drumherum muss sich alles im sportlichen Bereich nach seinem Wort richten, nach dem Team, das er aufbaut. Und das Thema Präsident und Oliver Bierhoff ist eine ganz andere Baustelle. Ja, ich bin da zum großen Teil bei Ihnen. Aber ein wichtiger Punkt ist, Leistung und Erfolg entsteht auch durch Reibung. Und da braucht man Gesprächspartner. Auch Leute, die mal eine andere Meinung haben. Absolut. Und das fehlt mir da. Und deswegen kann das nur funktionieren, wenn zum Beispiel der Oliver Bierhoff endlich aus dieser Versenkung verschwindet. Nicht immer nur alle 3 Monate irgendein Interview gibt, sondern sich aktiv mit einschaltet, dass das ganze Projekt läuft. Dass man auf die anderen handelnden Personen im DFB, die ja alles Amateure sind, ja, dass man sich auf die nicht bauen kann, das ist so klar wie Fleischbrühe.
vor allen Dingen Bierhoff, der sich ja auch seit Jahren eigentlich, das hat er schon vor der WM in Russland angefangen, sich ja hinter Claims, hinter Slogans, hinter Hashtags versteckt. Die Mannschaft. Also die Mannschaft ist keine Mannschaft mehr, seit sie die Mannschaft ist. So, dann hast du dieses Zsimmen, Best Never Rest. Also Bierhoff ist für mich nur noch der Hashtag-Minister der Nationalmannschaft. Der muss jetzt auch mal Verantwortung übernehmen. Wir reden immer über Löw, aber was macht Bierhoff? Und kommt aus dieser Nibelungentreue. Also Bierhoff hat ja so lange auch an Löw festgehalten, wie Löw an Kroos. Und da sieht man ja, wohin das geführt hat. Und was entsteht jetzt daraus, vor allen Dingen in der Kombination mit Hansi Flick? Deswegen finde ich Bierhoff ein sehr wohl Thema. Eine Mannschaft wird man nicht, weil McKinsey das vorschreibt, sondern weil sie auf dem Platz sich entsprechend verhält. Die Mannschaft hat 2014 an einem Zenit gestanden, der deutsche Fußball. Der von den Sympathiewerten her unschlagbar. Und daraus hat auch Oliver Bierhoff, haben die Leute im DFB nichts gemacht. Sie haben diese Werte, die 2014 erarbeitet wurden, in den nächsten Jahren versaut. Nichts draus gemacht, sorry. Ja, 2014 hatten wir aber auch noch Typen, ne? Also... Wir hatten Boateng, wir hatten Hummels, wir hatten Schweinsteiger, wir hatten Lahm, wir hatten vorne einen Stürmer Klose. Wir hatten damals jetzt alles gar nicht mehr. Manuel, bitte? Neuer. Manuel Neuer schon. So, ich glaube, Reibung. Der uns ins Endspiel gebracht hat gegen Reibung sind schon gut. Ich meine, bei Bayern München war es ja auch nicht anders, auch mal in der Führung. Ne? Da war man aber auch unterschiedlicher Meinung. Haben wir gesagt, bei uns hat auch oft Reibung gegeben. Ja, aber diese Reibung hat ja auch zu was gebracht. Ja, aber Reibung von absoluter Fachkompetenz. Ja. Aber wenn wir jetzt auf den DFB gucken, wer soll sich denn da reiben? Ja, aber hat das Hansi auch geholfen, Uli, dass er auch mal gesagt hat, wenn ihm was nicht gefallen hat und so weiter, auch in der Öffentlichkeit? Was mir oder nicht hat euch das sehr gestört? Ja, mich hat, also, dass ein Cheftrainer, der so eine Macht hat, was sagt, ist ja total normal. Ja. Was mir nicht so immer gefallen hat, dass er seine Forderungen speziell über neue Spieler. Immer über die Öffentlichkeit gebracht hat. Wenn er zum Karl-Heinz gegangen wäre, zu Hassan, oder damals, als ich noch Aufsichtsratsvorsitzender war, oder jetzt Herbert Heiner, der den Job hervorragend macht, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber ich habe nicht verstanden, dass er auch mitverantwortlich ist, dass der FC Bayern in dem Jahr des größten sportlichen Erfolgs auch draußen den größten Krach produziert hat. Denn ich habe ihm mal gesagt, in diesem Jahr hätten sie dich eigentlich das ganze Jahr mit dem roten Teppich durch die Stadt tragen müssen. Aber wenn man das Außenbild von Bayern München anschaut, war immer nur der Krach da. Und das hat er mit verursacht und da war ich ihm auch ziemlich böse. Aber dieses konfrontative Moment wäre doch sehr, sehr gut für den DFB in der jetzigen Lage. Also es ist ein Flick eben mit solchen Forderungen hinkommt. Ja, aber da hat er gar Spieler keine Probleme, weil holen, wenn da einer ausfällt, kann er einen Nächsten holen und da gibt es keine Ablösesumme. Ja, das habe ich. Genau, das weiß ich, Herr Hoeneß. Aber es geht ja trotzdem darum, wenn er sich, also eine offene Konfrontation mit Bierhoff oder auch mit einem Dr. Rainer Koch, wäre ja jetzt gar nicht so schlecht in dieser Situation. Jetzt hat er es ja relativ leicht, weil er ja kaum Widerstand kriegen wird, weil er ist ja der Messias. Also wenn er jetzt geschickt ist, kann er viel durchsetzen, aber wenn man der Messias ist, muss man auch Erfolg haben. Ja. Der Druck ist auf ihn ungeheuer groß, dass mit dieser Macht, die er wahrscheinlich kriegen wird, dass dabei am unten, also unten auch was rauskommt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war das wirklich nur der Krach um neue Spieler, den es gab zwischen Hassan und Hansi Flick, ja? Ja, der Hansi hat sich immer als Trainer, der nur fürs Sportliche zuständig ist, gesehen. Und die wirtschaftliche Seite hat ihn nicht interessiert. Mhm. Und deswegen ist er eigentlich ein idealer Bundestrainer. Weil da kann er, wenn er ein Problem hat, kann er den nächsten Spieler holen. Und in einem Fußballverein stehen da 50 oder 80 Millionen dazwischen. Ja. Das Thema von eben noch mal kurz zurückkommen. Also die wichtigsten Leute in einem Verein sind der Sportdirektor und der Trainer, der Cheftrainer. Und ne? Der CEO. Beim FC Bayern und ist der CEO, klar. Aber und die sollten auch bei uns auch der Aufsichtsrat. Die sollten schon kooperieren und harmonieren. Das muss auch von Nagelsmann und für Brazzo gelten. Ja. Beim DFB noch mal. Es hat ja verschiedene Ebenen. Das ist, was ich eben meinte, ist weniger der sportliche Bereich, der 2018 dann auch desolat war. Mir geht es darum, dass du 2014, da freust du dich als Marketingmensch, welche enormen Sympathiewerte, welchen Gehalt du dort hast. Und da hat der DFB viel zu wenig draus gemacht. Da hat auch Oliver Bierhoff viel zu wenig draus gemacht. Und was danach in der Führungsebene kam, auch gesellschaftspolitisch und als Verbandsvertretung, ist ja desolat. Das ist nach wie vor desolat. Auch deshalb, das Theater Grindel. Und dann alles, was danach gekommen ist, ist sehr, sehr bitter. Und da muss man einfach sagen, das sind verschiedene Ebenen zusammenzufügen. Und ich finde, Hansi Flick ist da der richtige Mann jetzt, dem man sportlich ganz viel Vertrauen schenken muss. Aber damit ist das Bild des DFB noch längst nicht gefestigt. Also das heißt auch natürlich, da müssen noch andere Leute ran. Stefan, in deiner T-Online-Kolumne hast du folgende These aufgestellt. So.
Beim DFB müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich Rummenigge oder Hoeneß ein Engagement dort vorstellen können. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Weil du brauchst ja Fachkompetenz in der Führung des DFB. Man kann jetzt auch noch andere nennen, Matthias Sammer oder auch einen Felix Magath. Mhm. Aber du brauchst diese Fachkompetenz, die es in der Vergangenheit nicht gab. Ja, Oliver Bierhoff war mehr oder weniger so der Alleinherrscher dort. Und deswegen wäre es natürlich grandios für den deutschen Fußball, wenn Uli oder ein Karl-Heinz Rummenigge oder in einer beratenden Funktion dem DFB einfach helfen würden. Gäbe es Rahmenbedingungen, wo du darüber nachdenken würdest? Und wenn ja, welche? Also zunächst einmal werden wir beide sicherlich nicht mehr aktiv irgendeine Position machen. Ich gehe auf die 70 zu. Karl-Heinz hat jetzt gerade aufgehört. Er hat ja sehr wichtige Aufgaben in der Zukunft übernommen im deutschen Fußball. International, er wird hoffentlich den DFB vertreten bei der UEFA und FIFA. Er wird da eine große Rolle spielen. Aber eines ist auch klar, wenn vernünftige Leute auf uns alle, auch von Rudi Völler oder mehrere zukämen und sagen, komm, lass uns mal eine Gruppe bilden, die sich vielleicht einmal im Monat trifft und dann Rahmenbedingungen schafft und die richtigen Leute sucht, dann können wir uns fast dem nicht verschließen. Das wäre eine Situation. Aber im aktiven Geschäft, da springt mir meine Frau ins Kreuz. Das war doch ein Aufruf. Das war doch ein Aufruf. Das war noch eine klare Botschaft, die ich hier gehört habe, oder? Ja. Die Frage ist, ob es zugelassen wird, natürlich, ja, aber, Jörg, weißt du? Ja, aber ne? Sie kommen an keine schlechten Rahmenbedingungen, wenn man tiefer blickt. Ich halte die Akademie, die geplant ist und die gebaut wird, für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir dort Personen haben, Frauen und Männer, die hervorragende Arbeit in ihren Fachbereichen leisten. Nur, das beste Unternehmen funktioniert nicht, wenn die Führungskultur schlecht ist. Und da müsst ihr was tun. Und da müsst ihr beraten und da müsst ihr rein. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Akademie mit den einzelnen Menschen, die dort arbeiten, ganz, ganz großes Potenzial hat. Das darf man nicht vergessen. Beim DFB arbeiten verdammt viele Menschen, die einen guten Job machen können. Nur wenn du sie nicht richtig führst, dann hast du da auch ein Problem. Der Deutsche Fußballbund ist nicht nur die Nationalmannschaft. Ne? Ich fände eine Ausgewogenheit, was mir zu kurz gekommen ist, weil ich bin im Amateurfußball ehrlich gesagt noch ein bisschen tätig. Also da haben wir Probleme und da wurden wir hängen gelassen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin für eine klare Struktur, vielleicht auch für eine klare Trennung. Der eine kümmert sich hierum, aber die Amateure bitte, bitte nicht vergessen. Also alle Akademien, die wir jetzt bauen und EM-Titel und WM-Titel. Der Deutsche Fußballbund ist zu 95% ehrlich gesagt erstmal der Amateurfußball darunter. Und die dürfen wir nicht immer. Ja, das ist so die Rolle von Rainer Koch. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, machen wir das dann nicht. Aber grundsätzlich bitte kümmert euch wieder um den Fußball in Deutschland im Allgemeinen. Nicht nur immer auf die Nationalmannschaft, auch wenn es unser Aushängeschild ist. Also ich möchte, Sie haben vollkommen recht, das größte Problem der nächsten 2-3 Jahre ist der Nachwuchsbereich. Ja. Es ist durch die Pandemie fast alles weggebrochen. In vielen Vereinen gab es kein Jugendtraining. In vielen Vereinen sind die Jugendlichen ausgetreten als Mitglieder. Mhm. In vielen Vereinen gibt es keine Ehrenamtlichen mehr, die bereit sind, Jugendliche zu trainieren. Da fehlt in der ganzen Diskussion, fehlt mir dieser Aspekt total. Und glaubt mir eins, die Engländer haben auch aus Krisen jetzt Foden, die ganz jungen Spieler, die sie da haben, ja, richtig gut, die sind so entstanden. Mhm. Mount und wenn sie alles haben. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir Profis und zusammen mit den Amateuren Lösungen finden müssen, wie wir die Jungs wieder zum Kicken bringen, nicht an der Spielkonsole, sondern auf dem Rasen, dann werden wir in extreme Probleme kriegen, dass es in ganz Deutschland keinen Mittelstürmer gibt. Ist doch ein Armutszeugnis. Aber ist nicht ein anderes Thema für die Zukunft des DFB auch Diversität? Also du hast einen Verband mit 7 Millionen Mitgliedern. Viele Mitglieder im DFB haben Migrationshintergrund. Wir haben einen sehr erfolgreichen Frauenfußball. Davon siehst du in der DFB-Spitze nichts. Wir reden immer, wird Uli Hoeneß jetzt, wird Karl-Heinz Rummenigge DFB-Präsident. Aber guck noch mal, wer noch ins Gremium kommt. Guck noch mal, wer noch eine Figur sein könnte. Warum ist da keine Ex-Nationalspielerin? Wieso funktioniert das noch nicht? Wieso ist der DFB da? Das sieht ja immer aus wie so Kleintierzüchter-Avengers, die sich da treffen und dort zusammenkommen. Das ist seit Jahren das gleiche Bild. Das ist nicht 2021, was ich in der DFB-Führung sehe. Aber da gibt es schon eine interessante Entwicklung. Und ich glaube, gerade im Frauenbereich gibt es auch interessante Persönlichkeiten, die da bereit sind, eventuell mitzuarbeiten. Und damit muss man sich beschäftigen. Es gibt ja diesen Versuch auch von Katja Kraus. Und ich sage, wer jetzt mal in der Sportschau zugeguckt hat, so eine Almut Schuld,
Die hat doch jeder Herrenrunde gut getan. Und ich sag mal, in einem Jahr, wo auch ein Mann Bundeskanzlerin werden kann, können wir doch auch Frauen in der DFB-Spitze haben. Ich finde, also, die Besten müssen dahin. Bitte, bitte nicht. Also, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ. Mir ist es egal, ob Mann oder Frau. Keine Quote eingefordert. Das wäre schon mal das Wichtigste, dass wir nicht immer Quoten einfordern, weil irgendwann fühle ich mich als Mann übrigens mal zurückgesetzt. Ich bin der Meinung, bitte die Besten an die beste Position. Und da meinen wir geschlechtsunabhängig und auch herkunftsunabhängig. Das muss die Diskussion sein, da bin ich total mit dabei. Aber auch die Damen sind anders groß geworden, in anderen Strukturen und. Die müssen sich dann auch, wenn wir beim Profifußball sind, auch dann an diese Kultur, auch wenn sie was Neues reinbringen müssen, müssen sich erstmal dran gewöhnen, um zu wissen, was wollen wir Neues da reinbringen. Also die Diskussion, ja, ich hätte auch gern mehr Frauen. Ich weiß nicht, ob Sie den Präsidentschaftswahlkampf bei Turbine Potsdam mitbekommen haben. Da hat Tabea Kemme, die war vergangenen Mittwoch auch bei Markus Lanz zu Gast. Tabea Kemme hat einen fantastischen Wahlkampf geführt. Die ist 29, die hat Olympiagold in Rio geholt mit der Nationalmannschaft. Die hat mehr Ahnung vom Fußball als wir beide zusammen und noch ein paar andere. Und die führt einen tollen Wahlkampf und am Ende gewinnt der 73-jährige Amtsinhaber und alles bleibt beim Alten. Wir müssen ja auch gucken, dass wir solche Strukturen aufbrechen, dass es einfach auch eine Offenheit gibt. Fernab von jeder Quote. Also Turbine Potsdam ist mir leider wirklich unterm Radar durchgegangen. Da bin ich gern mit dabei. Übrigens bin ich der Einzige hier in der Runde, der Trainer bis letzte Saison einer Frauenmannschaft war vom FFC Wacker München. Ja, also insofern, ich mag den Frauenfußball, aber ich kann es auch unterscheiden und differenzieren. Bitte eine klare Struktur. Ein Hansi Flick alleine, ich glaube auch, dass er ein gutes Momentum haben wird, aber es wird nicht alleine reichen. Ich brauche jetzt auch Oliver Bierhoff oder Oliver Bierhoff alternativ. Und ein gescheites Präsidium im DFB, das die Zukunft richtig plant. Richtig, aber das wird auch kommen, weil der DFB gar keine andere Chance hat. Der ist nur verdammt langsam. Ein großes, modernes Unternehmen, ein großer Sportverband und damit auch die Sponsoren eines DFB haben gar keine andere Wahl, als sich divers aufzustellen, als moderne Führungskultur zu entwickeln und auch die Vielfalt in der Gesellschaft zu berücksichtigen. Sonst sind sie nicht mehr relevant. Das wird so kommen und deshalb ist es ganz dringend geraten, auch gerade viele positive Aspekte dieser Gruppe um Katja Kraus aufzunehmen. Und da geht es eben nicht nur um Frauen im Fußball, da geht es um Ideen für den Fußball, die manch anderer dieser Gesellschaft, die den DFB zuletzt geprägt hat, auf die überhaupt nicht kommt. Mhm. Ja, ist eine Was ist denn deine Meinung dazu, Mario? Ja, ich bin da ein bisschen bei Olaf. Ich glaube, dass man wirklich die Position mit den besten Menschen besetzen soll, die auch von dem Sport kommen. Nochmal, ob da jetzt 10 Frauen mehr drin sind, das interessiert mich gar nicht. Ich glaube, in erster Linie ist es mal wichtig, dass wir nicht wieder hingehen nach dieser verkorksten EM und so sagen, nächstes Jahr müssen wir Weltmeister werden. Wir sollten mal wieder den Aufbau mal langsam, Hansi wird genug Druck kriegen, hat natürlich gute Voraussetzungen mit dieser verkorksten EM, aber wir müssen mal wieder davon wegkommen, dass wir die Allergrößten, die Allerbesten sind. Nach dem Portugal-Spiel waren wir die Europameister, so, dann nach dem Ungarn-Spiel waren wir wieder die Loser der Nation. Die Kreismeister. Wir müssen einfach, ich glaube, dass es für uns im deutschen Fußball wichtig ist, dass wir mal Repräsentanten auch oben in die Spitze reinkriegen, nicht Selbstdarsteller. Uli ist das beste Beispiel. Wer hat denn den FC Bayern über 30 Jahre lang geprägt? So, jemand, wo Ahnung hat vom Fußball. Bei uns waren die letzten Präsidenten, waren ja nochmal nichts gegen den Fritz Keller, bestimmt auch ein toller Mann, aber dann kannst du ja auf die Menschheit nicht loslassen. Da kann ja nicht mit einem Schülerrucksack durch die Welt reisen und rumfliegen. Ja, aber dem hat man auch keine Chance gegeben. Hat man auch, aber das war ja mit dem Vorgänger nicht anders, der Uli. Der Grindel haben sie da hingesetzt, der hat zu allem Ja und Amen gesagt, den haben sie ja selbst noch an der Leine rumgeführt. Aber für mich ist es einfach mal wichtig, dass wir sagen, unser Ziel muss sein, 2024. Da brauchen wir wieder eine schlagkräftige Truppe, da brauchen wir eine richtig gute Mannschaft, da muss der Nachwuchs richtig gefordert werden und nicht nächstes Jahr. Wir müssen wieder ins Halbfinale oder Weltmeister werden. Mario, davon müssen wir mal langsam wegkommen. Deswegen besprechen wir gleich, wer muss vielleicht doch noch zurücktreten und wer muss neu dazukommen. Und den Umbruch beim FC Bayern, den haben wir noch als Thema. Nochmal die Chance für Sie, 2 E-Bikes und 1.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Der EM-Doppelpass, gerade die Diskussion, tja. Wer soll denn beim DFB ins Präsidium? Uli, wir haben eben noch mal kurz überlegt, so ein Philipp Lahm, den könnten wir uns auch gut vorstellen. Ganz interessanter Name. Erstens,
hat er Hirn, zweitens ist er eine gute Persönlichkeit, drittens arbeitet er seit, glaube ich, 2 Jahren jetzt beim DFB. Er kennt also relativ viele Internas. Das wäre zum Beispiel ein Mann, der zumindest mal aus meiner Sicht mindestens ins Präsidium gehörte. Und dann hätten wir mal eine Kompetenz da drin. Das ist auf jeden Fall ein Name, der hochinteressant ist. So, und dahinter dann ihr als Berater, ne? Na, aber vielleicht. Wenn er uns als Berater braucht, ist okay. Wenn nicht, dann schafft es vielleicht auch alleine. So, dann haben wir das Problem auch schon mal gelöst für den DFB. Ne? Ich hoffe, Sie haben gut zugehört. Und jetzt kommen wir erstmal zur Frage der Woche. Jana, was haben wir da nochmal gefragt? Nämlich wer? Wer sollte nicht mehr mit dabei sein? Ja, sowas. So, sorry, ja. Aber nicht im Präsidium, sondern im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn es nach den Usern geht, dann trifft es am ehesten Ilkay Gündogan. Nicht betroffen sind Thomas Müller und Manuel Neuer. Also auf die können wir weiterhin nicht verzichten. Wir müssen aber vielleicht zwingend auf niemanden verzichten. Denn richtig eingesetzt können Müller oder Gündogan der Mannschaft absolut weiterhelfen. Ich bin sicher, dass Flick so clever sein wird, die Stärken der Spieler zu nutzen. Paul sagt, Havertz, Sané, Werner und so weiter, da habe ich lieber Charaktere in der Mannschaft als Schönfußballer. Vielleicht kann ja Hansi Flick eine Einheit formen. Also wir merken auf jeden Fall, insbesondere nach dieser EM, dass es mehr um das Kollektiv geht als um die Einzelakteure. Und wir wollen uns jetzt natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopafon anhören. Hansi Flick sollte nach Kroos auf Gündogan, Rüdiger, Hummels und auch Thomas Müller verzichten. Es sollte ein Neuanfang sein mit jungen Spielern und die sollte man jetzt hochziehen. Hansi Flick sollte auf jeden Spieler verzichten, der nicht bereit ist, ohne Einschränkung für die Mannschaft alles zu geben, egal ob der Spieler nun alt oder jung ist. Ich würde über Gündogan nachdenken. Nachdem Kroos jetzt auch weg ist, hätten wir im Mittelfeld dann mit Kimmich und Goretzka eine mehr als gute Alternative. Ich würde auch Müller zumindest bis nächstes Jahr zur WM spielen lassen, nur eben auf der Position, die er auch bei den Bayern spielt, denn da ist er Weltklasse. Auch Hummels mangels Alternative in der Abwehr würde ich spielen lassen und über Neuer, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht reden. Tja, alle raus. Alle. Wir wissen nur nicht, wer reinkommen soll. Also okay, Mario, Stefan, okay, ich habe es nicht drauf. Aber das ist ein Problem der Diskussion. Ich fand vorhin, wo Sie gesagt haben, jetzt hat der Flick die Chance, er braucht nicht mehr auf Transfersummen zu gucken und jetzt kann er einfach machen, was er will. Mein Problem ist einfach auch der Unterbau. Bei allem Respekt bei der U21, da laufen 2, 3 rum. Wir haben aber auch in der Liga das Problem, wir müssen erstmal wieder Spieler, deutsche Nationalspieler im Prinzip Stammplätze geben, damit die überhaupt über Spielpraxis, am besten noch im internationalen Bereich, dann der Nationalmannschaft wieder helfen können. Wir haben vor 15 Jahren, vielleicht sind es auch 20, weiß ich, über Energie Cottbus. Was haben wir hier gesessen und haben geschmunzelt und gelacht, da war kein einziger deutscher Spieler mit dabei. Das ist mittlerweile, den FC Bayern ein bisschen rausgeklammert, ist das fast schon Usus, dass die deutschen Spieler, die möglichen Nachwuchsspieler, in der Unterzahl sind. Und sie bekommen nicht die Chance. Der Druck ist groß. Du brauchst die sportlichen Erfolge, du brauchst den schnellen Erfolg. Aber das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Bin ich fest von überzeugt, es sind nicht 20, 30 Leute im Prinzip stehen da rum, wo du sagst, ich nehme jetzt alle. 2, 3, ja. Aber bei dem, was gerade aufgezählt worden ist, was ehrlich gesagt alles raus muss, ich hätte gar keinen Plan, was da alles dann rein muss. Das ist mein Problem. Was raus muss, weiß ich auch. Was rein muss, ist mein Problem. Das hat aber auch mit der sozialen Situation in Deutschland zu tun. Deutschland ist ja das Land der Glückseligkeit. Da braucht nicht jeder Bub den Fußball, um die soziale Leiter hochzusteigen, wie in Portugal oder in Brasilien oder auch in Osteuropa. Damit haben wir schon zu kämpfen, dass für Jungs es nicht unbedingt das höchste erstrebenswerte Ziel ist, durch harte Arbeit sich emporzudienen. Da macht es der Engländer aber besser dann. Ja, das wir haben auch mehr Arbeitslose. Ich muss mal kurz einen Cut machen, ganz kurz. Ne? Schon wieder? Nein, nicht was du denkst jetzt, nicht und was Stefan immer dann denkt. Ne? Ich gebe nicht 7 Minuten. Nein, wir haben ja gerade die Frage gestellt, ne? Wer soll nach Toni Kroos noch zurücktreten? Toni Kroos hat sich gemeldet und auf dein Statement reagiert. Da sehen wir es. Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand, auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Wenig Interesse für Polemik, mit sich komplett im Reinen, ähnlich wie sein Greenkeeper. Lothar. Ja, Lothar, den hast du damals gesagt, der wird nicht mal Greenkeeper. Mit dem habe ich ja prima Verhältnisse in der Zwischenzeit. Ja, haben wir alle, glaube ich. Und was sagst du dazu? Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann sagen, was er will. Aber das ist doch der Frontalangriff, den man sich beim Turnier immer von ihm gewünscht hätte, oder? Ich finde erstmal cool, dass Toni Kroos den Doppelpass guckt. Also da lehne ich mich jetzt zurück, das haben wir jetzt geschafft.
Schade, dass er nicht angerufen hat. An der Stelle. Das ist auch schade, aber auf der anderen Seite, ja, das ist der Frontalangriff, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ist absolut korrekt. Es ist aber aus der Distanz raus ein Frontalangriff, das ist übrigens auch leicht. Mir geht es um das direkte 1:1. Es muss ja nicht im Boxkampf enden, aber in der Verbalität. Aber das sind wir doch wieder beim besten Beispiel. Wenn du die Spieler heute ein bisschen angreifst, ja, da haben die doch, die wählen sich über die sozialen Medien, verstehst? Geh doch hin, ruf ihn an, der wird doch die Telefonnummer noch haben. Ruf ihn doch an, was hast du denn? Aber teilen sie das über die sozialen Medien mit. Du darfst ja die Spieler heute nicht mehr so richtig anfassen. Frag mal, was er früher mit mir veranstaltet hat, wenn ich montags bei ihm auf der Geschäftsstelle war. Wie der mich weggefegt hat. Jeden Montag. Ja, aber wenn du mal wieder 3 Uhr nachts irgendwo getroffen, angetroffen hast. Ja, gut, das war ja was anderes. Ja. Da war ich ja noch müde. Da hat er trainiert von 2 bis 3. Ach so, ja, bravo. Ja. So, und das ist ja schon, das ist ja das Schlimmste. So fleißig dass, war er. Wenn du die Spieler heute ein bisschen angreifst. Aber jetzt wehrt er sich doch mal. Ja, aber jetzt wehrt er sich. Aber Thomas, das ist doch kein Wehren. Das ist doch nochmal, die leiden, viele leiden ja auch über ihre Selbsteinschätzung. Ja, die meinen ja nochmal, Toni hat ganz, ganz viel geleistet. Es steht außer Frage. Habe ich ja in keinen Zweifel. Genau. Nein. Aber man muss doch auch irgendwann mal erkennen, und das hat er ja jetzt wahrscheinlich nach diesem Turnier erkannt, dass es vielleicht international für ganz nach oben nicht mehr reicht. Er hat ja nicht umsonst 12 Jahre jetzt bei Real Madrid gespielt und viele Titel gewonnen. Das stellt ihm ja auch keiner oder unterstellt ihm ja auch keiner. Uli hat ja gar nichts Schlimmes gesagt. Nur die Zeit ist halt auch jetzt mal vorbei. Da lass uns auch kein großes Fass mehr aufmachen. Also du hast gesagt, die beiden können ja miteinander telefonieren. Wer Auszeit muss auch einstellen und das tun. Das ist so Wohlfall. Natürlich urteilen wir darüber und natürlich hauen wir jetzt in Bausch und Bogen alle Spieler raus. Aber ich sehe das überhaupt nicht. Jeder steht jetzt zur Disposition, meinetwegen. Aber das ist doch auch eine Frage, wie Hansi Flick damit umgeht. Weil die Spieler haben es ja auch gezeigt und Italien hat es vor allen Dingen gezeigt. Es gibt nicht, der alte Spruch von Otto Rehhagel, es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Aber das kostet jetzt. Ja, natürlich. Aber, Otto hat es immer gesagt. Das heißt, du musst doch offen bleiben, auch in dieser Mannschaft. Dankeschön. Zahl schön ein, dann können wir... Hast du gar kein Geld dabei? Jetzt hängt man links hier. Können wir uns um die Bayern kümmern. Am Mittwoch hat nämlich Julian Nagelsmann offiziell seinen neuen Job angetreten mit einer Ablöse von mindestens 15, womöglich mehr als 20 Millionen Euro. Der teuerste Trainer der Welt. Und ein 5-Jahres-Vertrag, also sehr großer Vertrauensvorschuss. Und eins fordert man von ihm natürlich, möglichst schnell erfolgreich sein. Der Rekordtransfer beim Rekordmeister ist dieses Jahr der Trainer. Julian Nagelsmann muss nun beweisen, dass er auch einen Top-Club mit Topstars führen kann. Die EM-Enttäuschungen Sané, Gnabry und Süle sollen wieder zurück in die Spur. Ein Kader weiterhin im Umbruch und die Innenverteidigung vor einem kompletten Neuanfang. Nach den Abgängen von Alaba und Boateng. Upamecano wie Nagelsmann aus Leipzig der einzig teure Spieler des Sommers. Und dabei soll es auch bleiben. Weniger große Namen, stattdessen mehr eigener Nachwuchs. Das Problem? Der Entwickler Nagelsmann wird nicht viel Zeit zum Entwickeln bekommen. Er muss liefern. Ich war mir dessen vorher auch bewusst, dass man hier Titel gewinnen muss und ich will auch Titel gewinnen. Nicht nur der Trainer ist neu, sondern auch der Boss. Oliver Kahn, nach 1,5 Jahren im Vorstand, nun Vorsitzender. Der Start nicht einfach in Pandemiezeiten bei einem erwarteten Umsatzverlust von 150 Millionen Euro. Denn trotz weniger Geld für neue Spieler bleiben die Ansprüche weiterhin hoch. Der FC Bayern ist sehr gefräßig, was seine Titelambitionen anbelangt. Der FC Bayern ist weiterhin gefräßig nach Titeln, obwohl er bei Transfers geizen muss. Auch bei Vertragsverlängerungen gibt es klare finanzielle Limits, wie zuletzt bei David Alaba, der ablösefrei zu Real Madrid ging. Mit Kingsley Coman und Leon Goretzka drohen die nächsten harten Verhandlungen und eventuell sogar die nächsten Abgänge von wichtigen Leistungsträgern. 5 Jahre soll Julian Nagelsmann bleiben und eine Ära prägen. National und international. Natürlich wollen wir es auch immer wieder schaffen, die Champions League zu gewinnen. Doch kann man unter diesen Voraussetzungen überhaupt die Champions League gewinnen, Herr Hoeneß? Warum nicht, wirst du sagen? Der FC Bayern hat meines Wissens letztes Jahr die Champions League gewonnen. Unter ähnlichen Voraussetzungen. Natürlich ist die wirtschaftliche Situation jetzt schwieriger geworden.
um ehrlich zu sein, hatte ich auch gedacht, dass jetzt in diesem Jahr die großen Transfers der Konkurrenz etwas nachlassen. Aber wenn ich jetzt so höre, was Paris gerade an Geld ausgibt, da wird mir Angst und Bange. Und wenn das stimmt, dass Chelsea jetzt auch noch Haaland will, nachdem sie schon mal zugeschlagen haben. Was war die Summe da, Uli, die genannt wurde? 170 oder? Habe ich gelesen, 175. Ob das stimmt, weiß man ja nicht. Aber dann mussten wir uns warm anziehen. Aber ich muss ehrlich sagen, es macht richtig, bei uns ist so eine Art Aufbruchstimmung, dass es Schwierigkeiten gibt. Das wirtschaftliche Ergebnis war nicht so besonders gut, war okay, aber wird dieses Jahr ganz schlecht sein, das ist jetzt schon sicher. Aber das gibt auch die Möglichkeit für Oliver Kahn, für Herbert Hainer, der einen super Job macht, für Hassan, für Julian Nagelsmann. Ich spüre, dass da ein Team zusammenwächst. Und wenn man da die Ärmel hochkrempelt, ich fühle mich den FC Bayern so wie so ein Neubeginn, dass man diese Herausforderungen, die in erster Linie aus der Pandemie kommen, auch bestehen kann. Hast du nicht auch erst geschluckt, als du die Ablösesumme von Julian Nagelsmann gehört hast? Ich meine, für einen Trainer. Naja, sie ist ja nicht ganz so wie da in den Medien dargestellt. Es wird ja auch ein Kickback vom DFB noch geben, sodass das sich dann alles in erträgliche Rahmen Ach so, das wird verrechnet wird. So ein bisschen. Das, Plus, Minus gibt auch eine Summe. Also 25 Millionen zahlt der FC Bayern bestimmt nicht am Ende. Ja? Da könnt ihr euch versichert sein. Okay. Ja, aber es wird ja ein bisschen was gewesen sein. Ne? Also ich finde erstmal Respekt, dass wenn das Ergebnis dieses Jahr nicht so ist, wie man das erwartet, und das kann man nicht in Wirtschaftsunternehmen, und der FC Bayern ist, glaube ich, da sind wir uns einig, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und bevor wir hier Verhältnisse wie Real Madrid und Barcelona bekommen, wo wir Trainingsgelände verkaufen, verleihen, wieder zurückkaufen. Auf der anderen Seite, Herr Hoeneß, ich glaube, Sie sind durch die zwei Verpflichtungen schon noch, stand jetzt gerade in den Top 5 von den großen Clubs in Europa, die zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen haben. Also Sie haben was getan, was ich ja gut finde. Führend in Deutschland ist zurzeit, glaube ich, Leipzig mit über 90 Millionen, was man investiert hat. Also es passiert was. Sie haben aber auch wichtige Spieler verloren. Sie haben auch viel eingenommen dafür, ne? Glaube ich. Ne? Ja. Das hält sich. Ja, aber ein Polster schadet übrigens auch nicht. Also das muss man kalkulieren, das Risiko. Alles, was man einnimmt, in Anführungsstrichen sofort wieder auf die Ausgabenliste zu tun. Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube immer noch, dass es für den FC Bayern auch in der nächsten Saison mit Sicherheit nicht um den Abstieg geht, sondern man wird vorne mit dabei sein. Ja, vielleicht haben Sie alles richtig gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, was ich so bisher von Julian gesehen habe in Medien, ich habe mich auch mal mit ihm unter vier Augen unterhalten, da habe ich das Gefühl, dass das richtig gut kommen kann. Da ist so eine Aufbruchstimmung. Der hat auch für die wirtschaftlichen Hintergründe des FC Bayern absolutes Verständnis. Hat ja jeder gedacht, der will jetzt 5-6 Spieler. Nein, er schaut sich das erstmal an. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber verdammt zum Erfolg. Ja. Bei Bayern München für sind den zweiten. Also das wäre ja was Neues. Ihr habt aber schon, das wissen wir ja auch, schon einen anderen Anspruch, ist ja klar. Also für den zweiten Platz kriegt man keinen Applaus bei Bayern München. Das ist ja logisch, da ist ein bisschen Druck drauf. Ich finde schon sportlich, mit den Abgängen Alaba und auch Boateng, Martinez als Backup, finde ich schon, dass es ein herber Verlust ist. Aber wir haben einen Neuzugang, Hernandez. Neuzugang, weil der jetzt spielt. Aber der fehlt doch jetzt auch wieder. Und Upamecano ist ja auch da. Woche. Das ist ja eine kleine Meniskus. Aber kannst du ja nicht fest mit kalkulieren, ob der mit der verletzten Historie... Eine Meniskusoperation. Ja, gut. Das ist gar nichts mehr heute. Ach, okay. Das war früher wie eine Zerrung. Aber ist nicht... Wir haben uns früher selbst vom Spiel gemacht. Ja, genau. Aber ist das nicht Thema... Entscheidend, weil du zu diesem Verdammtsein zum Erfolg beim FC Bayern München. Was aber gut ist, ne? Ja, ich finde ja, natürlich. Das ist ja auch klar bei dem Verein, da reden wir wieder über Mir Samir und Vereins-DNA. Genau. Das ist ja auch alles wunderbar. Aber ist nicht das Entscheidende dann gar nicht diese 25 Millionen Ablöse, die es angeblich gibt, sondern der 5-Jahres-Vertrag, also diese Vorschusslorbeeren? Das hat es ja in der Geschichte des FC Bayern noch nie gegeben, dass jemand direkt mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet wird. Ja, wir hatten ja auch mit dem Hansi Flick vor, so eine neue Ära zu beginnen, weil wir hatten mal Lust, wieder was Neues zu entwickeln. Es ist jetzt dann dieser Abgang von Jogi Löw bei der Nationalmannschaft dazwischen gekommen. Dadurch hat sich das ergeben für den Hansi Flick. Und es war ja ein Glückszustand für uns, dass Julian, der ja immer sich zu Bayern bekannt hat, das ist ja für unsere Fans ein Traum, einen Trainer zu haben, der sagt, ich bin Bayern-Fan und ich will da was reißen. Da werden Kräfte frei, die vielleicht bisher nicht so da waren. Aber ein 5-Jahres-Vertrag in der heutigen Zeit im Fußball... Es ist schon ausgewöhnlich. Nein, das heißt gar nichts mehr. Das heißt gar nichts mehr. Oh.
Weil? Ja, es gibt ja mittlerweile Paragraphen im Vertrag, den kannst du nach zwei Jahren da oder drei oder genau, bei den Spielern ja auch. Also ich würde also das jetzt nicht so herausstellen, oh, hat einen Fünfjahresvertrag, das heißt nicht, dass er auch aber fünf Jahre, kann ja auch sieben, es ist ein Bekenntnis, kann ja auch sieben genau. oder acht da sein, keine Frage, aber im Fußball, ich hätte mir auch gewünscht, dass eine Ära geschrieben wird hier bei Bayern München mit Hansi Flick, wirklich. Ja. Und das wäre auch richtig gut ausgegangen, aber auch da sieht man, dass das nichts heißt. Die letzten beiden Trainer waren keine gut, aber wir sind uns doch aber auch im Klaren, dass wenn die Lösung Hansi Flick, DFB und Julian Nagelsmann zurück, wenn das nicht funktioniert hätte mit Julian, gehe ich mal von aus, hätte man ja Hansi Flick auch nicht gehen lassen. Richtig. So. Habe ich schon immer gesagt. Wenn beim FC Bayern, egal welcher Trainer es ist, ob es ein Ancelotti ist mit einem großen Namen oder ein 33-Jähriger, der einen guten Job macht, wenn der FC Bayern vier oder fünfmal in Folge verliert oder nicht das entsprechende Ergebnis hat, dann ist Feuer unterm Dach. Da ist egal, ob ihr einen Fünfjahresvertrag habt, sondern dann zählt das, was die Kabine sagt, ob die mit dem Trainer kann, ob der Trainer Fehler macht und wie der FC Bayern dasteht. Und, das ist aber nichts Verwerfliches, so ist das Geschäft gerade beim FC Bayern. Ich möchte nur einen Gedanken äußern. Ich halte es für absolut richtig und wichtig, dass der FC Bayern jetzt so fahren, wenn der FC Bayern so fahren würde, dass er sagt, wir wollen einen Umbruch, wir wollen junge Spieler wieder großziehen, wir wollen junge Spieler großziehen, aber ihr müsst hier und da auch mal im internationalen Markt wieder zuschlagen, um gewisse Achsen zu bilden. Halte ich für einen Verein, der solide wirtschaften will, für absolut richtig. Und dann zu sagen, wir haben jetzt einen jungen Trainer, der kann aber was, mit dem wollen wir die nächsten Jahre angehen und einen Umbruch mit Vernunft und Sinn und Verstand herbeiführen, halte ich für vollkommen richtig. National ist das gar kein Problem. Da wird der FC Bayern weiter, wie Guardiola gesagt hat, top, top, top sein. Auch mit einer in einer Umbruchphase. Das Problem ist international. Kann der FC Bayern in einer Phase der finanziellen Krise, die alle eigentlich betrifft, mithalten mit Vereinen wie Manchester City, Manchester United, PSG und Chelsea? Das ist halt die Frage. Und da würde ich nicht jeden Wahnsinn mitmachen wollen. Ich würde aber so sagen, dass der FC Bayern als einer der wenigen Vereine der Großen diese wirtschaftliche Krise auch ernst nimmt und sie auch, ihr auch seriös begegnet. Wir haben mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat vor zwei Monaten beschlossen, dieses Jahr jetzt mal Pandemiejahr zu nennen und die Konsequenzen zu analysieren. Und am 30. Juni 2022 oder im Frühjahr 2022 wissen wir, wie das ausgegangen ist. Kommen die Zuschauer zurück? Wenn ja, wie viel? Wie stehen die Sponsoren zu dem Thema? Ist das Thema Merchandising genauso interessant wie vorher? Vor allen Dingen haben wir das Stadion mit 75.000 weiterhin ausverkauft. Und wenn man das alles weiß, dann kann man wieder richtig investieren. Aber jetzt investierst du ins Blaue hinein. Aber wenn du natürlich Sponsoren hast, wie das Land Katar, wie das Land Abu Dhabi, wie den Herrn Abramowitsch, dann ist das eben was anderes. Aber daran kann und will sich der FC Bayern nicht messen. Wir könnten auch einen russischen oder anderen Investor haben. Aber wollen das unsere Fans? Nein. Ja, einen Satz möchte ich noch nachschieben, Herr Hoeneß. Sie selbst haben einen typischen Hoeneß-Satz gesagt, als Abramowitsch begonnen hat, in den Fußball einzusteigen. Das ist etwas mehr als 10 Jahre her. Dann haben Sie den zunächst einmal viel bestaunten und letztlich doch sehr klugen Satz gesagt, ist mir wurscht, wenn der Abramowitsch kommt, weil der pumpt Geld in den Fußballkreislauf. Also von solchen Geldgebern hat der gesamte Fußball auch profitiert, weil Geld in Umlauf kommt, wo du auch wieder einen Spieler verkaufen kannst, den Manchester City sehr gern genommen hat. Wenn Dortmund wirklich 175 Millionen kriegen würde, muss es ja natürlich etwas abgeben und dann bleiben ihnen, sagen wir 100, dann ist das Geld ja im deutschen Fußball. So. Und auf der anderen Seite, wir sind auch mal dankbar, ehrlich gesagt, dass ein top-deutscher Trainer in der Liga bleibt. Also, dass die nicht alle immer ins Ausland gehen, siehe Tuchel, siehe Klopp, und da die Erfolge feiern. Also, wir werden sehen, was Nagelsmann mal Bayern bewegen kann. Aber erstmal bin ich auch happy jetzt mal für die Liga, mal wieder aus Ligasicht, einen deutschen Trainer in Anführungsstrichen bei einem Top-Verein zu sehen und dem die Chance zu geben und nicht immer aus Italien, Spanien, England irgendwelche Leute zu holen. Also, Bayern hin oder her, ich hätte ihn auch gerne in Leipzig gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so einen Zweikampf hätte ich mir schon gewünscht. Aber jetzt bleibt er zumindest mal in der Bundesliga. Aber es wird nächstes Jahr auf jeden Fall enger oben werden. Schauen Sie mal, Dortmund hat jetzt mit dem Transfer von Sancho Geld in der Kasse. Ja. Wenn die jetzt den auch noch verkaufen, dann haben sie extrem viel Geld in der Kasse. Das werden sie ja auch wieder investieren. Und die anderen Vereine, die kommen auch. Also es wird spannender, gar keine Frage.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Projekt, das jeden Tag bin ich zufriedener, weil ich spüre beim FC Bayern sowas wie eine Aufbruchsstimmung. Ja? Und mit dem Julian haben wir jetzt so einen jungen Burschen, wie der sich da so verkauft, so gut gelaunt. Und das Verhältnis zwischen ihm und der Führung, der gesamten Führung, ist extrem gut. Und was Sie gerade richtig gesagt haben, Jakob, ist, was passiert, wenn die 4-5 Spiele verlieren? Dann ist es natürlich wichtig, dass die Führung und der Trainer sich einig sind. Dann kann man da gemeinsam dagegen. Aber wenn die sich nicht einig sind, dann gibt es natürlich Angriffsflächen ohne Ende. Aber dann schreibt ihr so ein bisschen die Philosophie um, weil du hast ja früher auch immer gesagt, wir sind kein Ausbildungsverein. Der FC Bayern ist kein Ausbildungsverein. Dann schreibt ihr das ja ein Stück weit um. Ein bisschen. Und zwar pandemiebedingt. Okay. Weil das ein Problem auf uns zugekommen ist, was wir alle nicht worauf uns wir nicht vorbereiten. Ja, absolut. Aber dann ist ja der Abstieg der zweiten Mannschaft von der dritten in die vierte Liga auch nicht gerade förderlich. Katastrophe. Genau. Okay. Aber dann ist doch auch letztendlich, wenn keine Spieler mehr kommen und auch nicht für die Summen, die im Moment gezahlt werden, ist ja Nagelsmann auch der wichtigste und größte und beste Transfer in diesem Sommer. Und dann ist aber meine Frage nur, diese neue Zurückhaltung auf dem Transfermarkt, auch diese wirtschaftliche Vernunft, ist das auch eine Wette darauf, dass Mitbewerber auf der Strecke bleiben werden? Barcelona, Juventus, also Teams, die eben nicht aus dem Emirat gesponsert werden? Das wissen wir nicht, aber das kann passieren und wir wollen das beobachten. Und in einem Jahr, wenn wir mal wieder hier sitzen, dann kann ich Ihnen die Antwort für alles geben, was wir jetzt als Fragezeichen haben. Yes. Aber eines ist sicher, der FC Bayern wird gut dastehen. Uli, du hast eben gesagt, auch Abramovic und so weiter, könntet ihr machen. Katar ist ja bei euch auch auf dem Trikot, oder? Ja. Ja, das siehst du nicht problematisch? Dann? Ja, ich muss jetzt da auch mal diese Scheinheiligkeit beenden, ja, die da in bitte, unserer gerne. Gesellschaft ist. Katar ist beteiligt an zwei riesen deutschen Firmen. VW, Deutsche Bank. Da sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen abhängig. Wenn wir irgendwann wieder Gas brauchen, dann sind wir froh, wenn die uns liefern. Bevor der FC Bayern mit Katar ins Geschäft kam, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob es ein Problem ist, mit Katar Geschäfte zu machen. Haben die gesagt, auf keinen Fall. Sie ist ein guter Wirtschaftspartner für Bayern. Mhm. Und eines ist auch sicher. Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar ist, dort viel besser geworden. Wo sie nicht besser geworden sind, ist Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, all die Länder da unten. Aber da redet kein Mensch. Nur wegen dem Fußball wird darüber gesprochen. Wenn wir irgendwann so weit kommen, darüber zu reden, dann dürfen wir mit China auch keine Geschäfte machen. Was ist mit den Uiguren? Habe ich das irgendwo gelesen? Nein. Und das ist scheinheilig. Verstehen Sie? Versteht. Wir glauben, dass wir mit der Tatsache, dass der Sport, der Spitzensport dort engagiert ist, es den Arbeitern viel besser geht, weil die Regierung dort gezwungen ist, wegen der Kritik, weil die vom ZDF, von der ARD, von der Süddeutschen Zeitung dorthin fahren und das beobachten können. Aber das sind ja immer die gleichen Argumente. Nicht wegschauen, da ist eine andere Kultur. Die müssen und können wir beeinflussen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Es muss einen Austausch geben. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt diese Reformen ansprechen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, dann reden wir, also eine Öffnung des Kafala-Systems, eine Verbesserung der Arbeitsumstände für viele Gast- und Wanderarbeiter. Das sind aber überwiegend nur die in den Stadien gearbeitet haben, weil die gerade im Fokus sind. Wir haben 6.500 Tote, hat der Guardian veröffentlicht. Ja, für viele andere. Die Zahl über 10 Jahre. Ja, aber für viele andere bleibt das ja bestehen. Also da hat sich ja überhaupt nichts verändert. Nein, das stimmt viele einfach sind nicht. Reformen es ist auf dem nachgewiesen, Papier, es ist nachgewiesen, die Claudia Schenk und ich habe auch mit die Silvia Schenk, sagt eindeutig, dass es sich verbessert hat und dass es dadurch sich verbessert hat, weil eben die Leute ganz genau darauf hinschauen. Und eines ist doch auch sicher, wenn wir morgen aufhören, mit Katar Geschäfte zu machen, Glauben Sie, dass es dann den Arbeitern besser geht? Nein. Dann sind sie nämlich überhaupt nicht mehr gezwungen, irgendwas zu machen. Ich glaube, durch dieses Öffnen, durch dieses Publizieren von diesen Problemen dort, hilft man den Leuten und man schadet ihnen auf keinen Fall. Es gibt ja einen Unterschied, sozusagen im Austausch zu bleiben, aber auch öffentlich zu kritisieren. Und die Frage ist, wie unabhängig ist ein FC Bayern München, wie unabhängig ist ein deutscher Fußballbund, also wir reden jetzt über Qatar Airways, hier reden wir über den Airport in Doha. Qatar Airways. Ja, aber Sie haben ja auf dem Ärmel Das ist schon vorbei. Und bis 22 habe ich gestern extra nochmal nachgeguckt. Bei uns ist Qatar Airways auf dem Aber es geht ja darum,
du kannst natürlich einen Austausch, der dann vielleicht in diesem Fall auch begrüßenswert ist, in der Hoffnung, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gibt. Aber es bleiben ja trotzdem die Probleme bestehen, wenn man dann, weil man eine Partnerschaft eingeht, nicht aktiv kritisieren kann. Und wenn Sie dann 2017 aus Doha zurückkommen und sagen, hier sind perfekte Trainingsbedingungen, hier wird der Rasen mit der Nagelschere geschnitten, und auf der anderen Seite hast du aber 80% der Arbeiter, die sich nicht mal eine Nagelschere leisten können, dann hast du ein Problem und dann musst du weiterhin dabei bleiben und das kritisieren und nicht immer sagen, wir haben nur eine Partnerschaft. Aber haben sich die Verhältnisse in den letzten 5 Jahren verschlechtert oder verbessert? Sie haben sich für Teile der Arbeiter verbessert. Das ist immer relativ, das können Sie nicht beurteilen. Es steht im aktuellen Amnesty-Bericht, den habe ich mir gestern noch durchgelesen. So, dann, Uli, lass uns doch noch kurz... Lass doch mal ganz kurz einen Satz. Mit dem Umbruch, das stimmt übrigens nicht. Ich konnte jetzt hier ein bisschen nachdenken, um Gottes Willen. Also ja, ihr hattet schon mal aus der Jugend heraus Müller, Schweinsteiger, Hummels, Lahm, Alaba, Kroos, Alaba, genau. Alaba. Also das ist jetzt lange her. Müller, glaube ich, ist so lange her. Da war Katar noch gar nicht WM-Ausrichter. Ja, wir können gleich wieder über Katar reden. Aber jetzt nur noch mal vielleicht das sportliche Thema einmal zu Ende gemacht. Weil da musste ich gerade mal ein bisschen drüber nachdenken. Ihr seid schon mal den Weg und den seid ihr schon mal sehr, sehr erfolgreich gegangen. Aus der Jugend heraus Leute zu holen. Sind Sie nicht? Natürlich. Doch, mach mal. Das war ein sehr erfolgreicher Weg. Mach mal fertig. Weil das immer Spieler waren, die dem FC Bayern natürlich sehr verbunden waren, wenn du mit den eigenen Wurzeln hier geboren bist. Bis auf Toni Kroos. Ich glaube, der kommt aus Rostock. Nein, der kam mit 17. Das fordert übrigens Oli Kahn auch vom neuen Trainer. Das hören wir uns so mal an. Wir erwarten von ihm auch, dass er... Und das hat er ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch das kann, dass er immer wieder jüngere Spieler entwickelt, dass er auch mal Spieler nach vorne bringt, die wir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Der Campus wird für uns in der Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, eben da Spieler zu entwickeln, die uns helfen können. Ja, das ist genau das, was wir angesprochen haben, ne? Dass man wieder dahin zurückkommt eben, Spieler aus dem eigenen Bereich auch mal nach oben ziehen. Man muss sie aber auch spielen lassen, Uli. Ne? Das war ja auch immer nicht so einfach, ne? Für die jungen Spieler. Gerade in der zweiten Mannschaft. Das wird immer ein Spagat sein. Der Erfolgsdruck wird bleiben und ob ein Junge das immer schafft, das werden wir sehen. Ich meine, wir werden jetzt keine Jugendnationalmannschaft aus dem FC Bayern machen, aber wenn du statt 4 neue Spieler nur 1-2 holst, gibt es wieder Platz für junge Spieler, weil da ist man dann einfach, wenn einer verletzt ist oder wenn einer außer Form ist, gezwungen, mal den Jungen spielen zu lassen. Aber wenn du auf der Bank nur Nationalspieler hast, dann spielt natürlich immer erst der Nationalspieler. Was mit Süle, Goretzka, Coman? Ja, die vertraglich gesehen? Ja, aber da ist man im Gespräch. Das sind, wie ich höre, schwierige Gespräche, aber die werden mit aller Sorgfalt geführt und dann schauen wir, was rauskommt. Kann man immer so hart bleiben wie im Fall Alaba? Oder wollt ihr das? Wir müssen das, weil wir diese Situation konsequent durchziehen müssen. So wie wir das jetzt im Moment erleben, so fing es mal bei Barcelona an. Da hat man alles orientiert, was verdient der Messi. Und dann muss das eben angepasst werden. Und das Ergebnis ist bekannt, 1,3 Milliarden Schulden. Davis hat sich jetzt verletzt leider. Wie lange wird er ausfallen? Weiß ich nicht. Er hat sich anscheinend am Knöchel verletzt, aber... Wir müssen jetzt aufhören. Zu unserer Zeit, zu deiner Zeit, gab es auch Verletzungen. Da hat man auch nicht gerade so getan, wie wenn jetzt die Welt untergeht. Also solange der sich nicht das Kreuzband oder die Achillessehne reißt, sage ich, ist das alles Pipifax. Und dann wird er in 4-6 Wochen wieder spielen. Und der FC Bayern wird so lange ohne die auskommen. Ja, oder wenn er eine Schambeinentzündung kriegt. Ja, früher haben wir ein Bier getrunken und dann ging es weiter. Ich wollte aber von Uli eigentlich nur wissen, ob Sie noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Aber doch nicht, weil einer am Knöchel verletzt ist, bitteschön. Sondern wenn wir schon doch keinen was Schlimmeres haben. Da muss schon mehr kaputt gehen. Ja. Aber die Diskussion wird doch kommen. Also genau, dann verliert Nagelsmann 5 Spiele am Stück. Weiß man nicht, ob das ja, passiert. Aber glauben Sie, die verliert er nicht, wenn wir noch 1-2 Spieler kaufen? Das ist doch alles Blödsinn. Diese Transferdiskussion, die Diskussion geht ja dermaßen auf den Sack. Ich verstehe das. Weil das alles von euch allen draußen immer angestachelt wird. Wenn ihr das ein schönes Thema habt, damit ihr nichts arbeiten müsst. Dann könnt ihr drüber schreiben. Euch, aber also das Entscheidende ist, was so. Ihr auf dem Platz jetzt, macht. Da ist er wieder, der Uli. Da gibt es einen Transfermarkt.de und dies und diese Summen, die sind so zusammengeschustert, weil die Leute immer mit den Beratern reden
und damit die ihnen eine Information geben, dann... Ich komme ja aus Berlin, Herr Hoeneß. Mir ist ja der FC Bayern im Zweifel herrlich egal, aber die Münchner Medienlandschaft, die möchte ich sehen, wie die darauf reagiert. Ja. Und die Fans des FC Bayern, die sagen, warum habt ihr nicht Denzel Dumfries geholt, warum spielt da nur Omar Richards, von dem wir noch nie was gehört haben? Weil das unsere Fans überhaupt nicht interessiert, wenn wir trotzdem Deutscher Meister sind. Das wird doch seit 5 Jahren wird schon drüber diskutiert, warum man keinen Backup kauft für Lewandowski. Ja. Und ich kann mir übrigens also auch nicht vorstellen, dass Bayern München irgendwann mal 5 Spiele am Stück verliert. Genau. Das kann ich mir derzeit auch nicht vorstellen. Ja. Nee. Gut, dann schlage ich jetzt mal vor, dass Jana mal wieder das Wort ergreift. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause. Wir schauen nicht auf die Münchner Medienlandschaft, aber aufs Münchner Ländle, nämlich genau an die Selbener Straße. Dort hat nämlich Julian Nagelsmann mit seiner Arbeit begonnen. Also er hat schon die erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Und auf ihn kommt eine Menge Arbeit zu. Oliver Kahn hat ja bei seiner Vorstellung gesagt, wir können mit Julian eine Ära prägen. Uli Hoeneß hat eben mehrfach das Wort Aufbruchstimmung in den Mund genommen. Das bedeutet aber gegebenenfalls auch die ein oder andere Veränderung. Es ist schon so, dass ich jetzt nicht hier herkomme und alles auf den Kopf stellen werde. Und ich habe auch den Spielern gesagt, dass wir jetzt nicht grundsätzlich jedes Spiel eine Dreierkette spielen. Es geht einfach darum, eine gewisse Flexibilität zu haben. Aber in allererster Linie, das steht mal über allem. Und da kann ich auch dem einen oder anderen Spieler, aber vor allem auch den einen oder anderen Journalisten in Anführungszeichen die Angst nehmen, geht es darum, die Spieler auf ihrer besten Position spielen zu lassen und nicht eine Grundordnung zu finden, die am besten auf den jeweiligen Gegner immer passt, sondern eine Grundordnung zu finden oder Grundordnungen zu finden. Ich sag mal, das werden nicht mehr als 3 werden, die am besten zu unseren Spielern passt. Und da gibt es natürlich jeder Spieler hat so seine Stärken, jeder Spieler hat gewisse Qualitäten auf gewissen Positionen, aber der FC Bayern hat auch Spieler und davon nicht zu knapp, die auf verschiedenen Positionen sehr, sehr gut spielen. Ja, was denn nun genau? Also auf der einen Seite möchte er mehr Flexibilität, das heißt mehrere Systeme gegebenenfalls auch spielen. Auf der anderen Seite möchte er die Spieler aber dort spielen lassen, wo sie eben am besten sind. Widerspricht er sich hier nicht ein bisschen? Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause. Also bei Julian hat man ja gesehen, wie er in Leipzig gearbeitet hat. Er hat ja mit seinem Grundsystem gespielt, ist aber immer in der Lage, innerhalb von ein paar Minuten sein System mal schnell zu ändern. Und das ist ja damit gemeint. Der fängt 4-2-3-1, wie auch immer, oder mit Fünferkette an, aber er kennt dann innerhalb kürzester Zeit, dass er der eine Position ein bisschen verändern muss und dann ist es auf einmal wieder ein ganz anderes System. Und das hätte dem Löw mal sagen müssen, dass das geht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es vorher eingeübt hat und einstudiert hat. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Genau. Aber dir gefällt das, ne? Hast du schon gesagt, ne? So wie er auftritt und so weiter. Das hast du doch gerade gesehen. Wir große Freude auf jeden Fall. Das haben ja unsere Zuschauer nicht gesehen. Ja, das ist mir an mir im Rollkragenpullover. Julian Nagelsmann ist das komplett. Das passt wie die Faust aufs Auge. Der weiß halt, bei Bayern musst du dich unter Umständen auch mal warm anziehen. Er ist erstmal selbstbewusst. Das ist schon mal toll, dass der sich da hinstellt. Ohne das geht's bei uns nicht. Mag sein, aber grundsätzlich das Alter. Und also ich finde schon mal, dass er sich da sehr, sehr gut positioniert. Er muss es dann halten, genau. Ich glaube nicht, dass er 5 Spiele in Folge verliert. Er hat unter anderem ein Pokalspiel, glaube ich, gegen Bremen SV, gegen die Amateure, wahrscheinlich live auf Sport 1. Also da gehe ich mal davon aus, dass sie sich da durchsetzen. Aber ja klar, wenn der Druck kommt, muss er zeigen, ob er da steht. Das ist, das werden wir dann sehen. Das können wir dann hier diskutieren. Das wäre dann eine gute Idee. Mit ihm am besten, oder? Am besten mit ihm. War schon lange kein Trainer mehr vom FC Bayern da, aber das kann man sagen. Ja, ist so. Ja. Das wird geändert in der neuen Saison. Ja. Wegen der Außendarstellung müssen wir das nämlich auch ein bisschen ändern. So. Absolut korrekt machen. Genau, wir würden auch gut über den FC Bayern sprechen dann. Ehrlich? Ja. Dann kommt ihr immer gut weg. Dann singt er auch wenn ihr 5-mal hintereinander verliert. Okay, ihr seid jetzt auf Schmusekurs, ne? Dann gebe ich auch noch mal rüber zu, zu Jana natürlich. Oh Gott. Nein, wir kehren noch mal zurück zur Europameisterschaft. Wir dürfen nicht vergessen, heute Abend ist ja das große Finale Italien gegen England. Und das werden wir wie immer in unserem Snickers-Fan-Talks begleiten. Laura Papendick und ich melden uns um 20.45 Uhr. Wie immer können auch Sie mit dabei sein unter sport1.de/snickers-fan-talks. Können Sie Ihre These zum Finale abgeben und dann werden Sie live zu uns in die Sendung geschaltet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und jetzt haben wir noch ein kleines Rätsel.
Rätsel, ein Trikot-Bingo. Schauen Sie mal, welcher Spieler könnte das denn sein? Herr Hoeneß, Sie können ja mal überlegen, ob Sie drauf kommen. Sie haben auch ein paar Minuten Zeit. Wir machen eine kurze Pause für Sie, die Chance auf 2 E-Bucks und 1000 Euro. Und wir melden uns dann gleich mit der Auflösung. Wir zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen bei WM-Doppelpass. Uli, du hattest genug Zeit nachzudenken, ne? Beim Trikot-Bingo, wer das sein könnte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange nachgedacht, Sunderland, das linke obere Trikot und dann rechts ist ja wohl Bielefeld, ja. Hertha BSC, Dortmund und Bayern. Ich weiß es. Du weißt es? Helf mir bitte. Wer weiß es denn nicht? Du warst es. Hast du in Sunderland gespielt? Ja, am Schluss. Hm? Ehrlich, das habe ich nicht mal im Film. Ja. Das habe ich gewusst, dass du in Bielefeld warst. Da habe ich angefangen, weißt du? Ja, ja. Sunderland. Und in Berlin war ich 3 Monate. Weil dein Bruder angerufen hat und sagt, Thomas, möchtest du mal Champions League spielen? Ich habe keine Verteidiger. Ja. Und da war ich eigentlich schon in Sunderland, dann haben die mich kurz wieder ausgeliehen. Gut. Ja? So, jetzt habe ich genug über mich geredet. Ja. Jetzt erfülle ich noch einen letzten Wunsch, nämlich dir, mein lieber Mario. Du wolltest immer auf diesen Stuhl, auf den blauen. Lang drauf hingearbeitet. Ja, komm. Heute darfst du. So. Und ab. Jetzt ist Ruhe hier, ne? Ja, absolut. Okay. Ja, der Mario, jetzt mach doch mal was gefasst hier. Jetzt sitzt der Chef hier. Wollt noch irgendjemand was sagen, bevor ich loslege, oder? Nein. 3 Euro. Noch rein? Direkt rein. Mario, darf ich Herr Basler sagen? Hast du Geld dabei? Nee, er hatte keins. Doch, ich hatte doch extra eingepackt. Hast du? Natürlich. Nein, warum hat der Olaf vorhin dir 3 Weiß Euro? Ich nicht, weil er schneller war. Dann schmeiß gleich alles rein. Ja, schmeiß ich alles rein. Aber wir können ja die Kasse aus dem Sack lassen. Also was, wo ja alle, die ganze, Florian König kommt ja gar nicht. Das ist ja das Entscheidende. Der Mario macht jetzt ab jetzt den Doppelpass. So. Der wird ein bisschen anders in Zukunft. Nein. Ich habe schon. Du bist der Chef hier. Also ich meine Position, ja. Meine Position ist schon da außerhalb. Aber du musst jetzt auch mal anfangen. Es wird. Ja, ja. Jetzt fange ich an. Kostet das auch 3 Euro? Das zahlen. Komm, rein damit. Alles reinschmeißen. So. Liebe Zuschauer, jetzt wird es natürlich nach ein paar Jahren ein bisschen trauriger hier in der Sendung, denn. Unser langjähriger Mitspieler und Moderator vom Doppelpass und auch vom Fantalk, wobei Fantalk bleibt er ja noch, wird heute verabschiedet. Thomas Helmer hat jetzt 6 Jahre und 300 Doppelpässe, Thomas, in 6 Jahren, das ist viel. Das ist ein Schnitt von Mario, wie viel? Das ist mir egal. Ich weiß aber, warum er aufhört. Weil seine Frau gesagt hat, bleibst jetzt mal sonntags bei mir, frühstückst mal mit mir. Und deswegen werden wir natürlich Thomas auch gebührend verabschieden, denn 300 Sendungen im Doppelpass, ich glaube, da ist einiges zusammengekommen, Thomas. Und deswegen, du kannst ruhig sagen, es reicht, verstehe ich schon. Es kommt jetzt, nein, es reicht, du weißt, wir haben uns immer gut verstanden. Ja, nach wie vor. Wir mochten uns oder mögen uns immer noch. Und deswegen haben wir jetzt dort für die Zuschauer zu Hause ein kleines Best-of zusammengestellt, nur über Thomas Helmer. Bitteschön. Thomas Helmer im Wandel der Zeiten. Er hat beim Doppelpass eine Ära geprägt. Er hat sich verändert und ist doch der Alte geblieben. Ein Quereinsteiger, der sich Respekt erworben hat. Zum Glück für uns alle und für die Zuschauer moderierst du nicht wie ein Fußballer. You make Sport 1 great again. Wir haben ja zusammen relativ viel erlebt. Angefangen bei der Bundeswehr, wo wir uns dann kennengelernt haben und schätzen gelernt haben. Und ich habe es immer sehr genossen, deinen Weg ein Stück weit aus der Ferne zu begleiten. Und wenn wir Gespräche geführt haben, fand ich die auch immer sehr, sehr angenehm. Der Weg zum Doppelpass gestaltet sich holprig. Erster Auftritt 1999, damals noch als Spieler. Was gibt es bei ihm Neues für seine Zukunft? Seine Zukunft beim Fernsehen war vorgezeichnet. Seine Vergangenheit als Spieler war spektakulär. Er hat fast alles gewonnen und gegen die Größten gespielt. Nein, gegen die Allergrößten. Tierpark Hellerbrunn und einer der seltenen Zweikämpfe, denen er aus dem Weg ging. Aber da kamen sie auf mich zugestürmt mit dem Ball.
Ich weiß ja nicht, wie schnell sie auch bremsen kann. Geplant war ja eigentlich, dass du als Libero fungieren solltest, aber Erich Ribbeck meinte, ach, lass das mal den Olaf machen, da warst du ganz schön sauer. Aber wir haben uns trotzdem zusammengerauft und sind gute Freunde bis zum heutigen Tage. Und ich sage dir vielen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit bei Sport 1. Als Spieler des FC Hollywood war Thomas Helmer schon früh prädestiniert für Filmrollen aller Art. Da werden Sie sich wohlfühlen. Diese Gesellschaft hier, die ist so skandalträchtig, da kann ja für einen davon träumen. Thomas Helmer präsentiert sich als früher Förderer des Frauenfußballs, muss allerdings eine bittere Wahrheit zur Kenntnis nehmen. Ich bin sehr nett aufgenommen worden, habe aber gesehen, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist. Deswegen kam ein weiteres Engagement beim Film natürlich nicht in Frage. Es hat immer Freude gemacht und ich persönlich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt und es war immer eine sehr faire Zusammenarbeit. Wie viele Fußballer versuchten sich auch die Profis des FC Bayern in den 90er Jahren als Sänger mit mäßigem Erfolg. Ich singe auch schon in meinem Auto, da bin ich aber Gott sei Dank allein und dann muss auch kein anderer drunter leiden. Hast ein bisschen Stimmung in die Wohnzimmer sonntags morgens gebracht, auch bei meinen Eltern, die es immer gerne geschaut haben. Und wir sehen uns sowieso in Hamburg. Ich wünsche dir alles Gute, Thomas, und auf bald, dein Marcel Janssen. In große Fußstapfen steigt Thomas Helmer vor 10 Jahren beim Doppelpass. Er wird Experte und Nachfolger von Udo Lattek. Und er beweist, dass er von Udo viel gelernt hat. Also ich würde vorschlagen, dass Tönnies und Magath zusammen in einen dunklen Raum gehen, halbe Stunde Licht ausmachen, sich was aufs Maul hauen. Und dann ist das Thema durch. Geht zusammen in einen Raum, so schwer das auch ist. Wir bringen euch da auch gerne rein. Dann haut ihr euch mal richtig einen auf die Mütze. Und dann ist gut, oder? Ich persönlich habe Sie kennen und schätzen gelernt. Sie sind ein super Typ. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Du warst mit deiner ruhigen, sehr eloquenten Art immer wieder das Highlight an meinem Sonntag, wenn es mal nicht so lief. Hannover 96 war öfters mal im Brennpunkt. Moderator Jörg von Thora spürt, dass hier offensichtlich eine ernsthafte Konkurrenz heranwächst. Wir haben nur intelligente Fußballprofis, völlig klar. Einer sitzt in unserer Runde, Thomas Helmer mit Abitur 1,8. Und trotzdem hat er nicht erkannt, dass es kein Tor war, was er geschossen hat damals. Wir sprechen natürlich heute nicht übers Phantomtor, aber wir zeigen es, weil es gar so schön war. Vielleicht kannst du dann noch mal in einer anderen Sendung das Phantomtor erklären, halt, dass er wirklich nahezu Tor des Jahres oder Tor des Monats gewesen ist. Es kommt, wie es kommen musste. 2015 übernimmt Thomas Helmer den Doppelpass und seither sind in dieser Sendung Fragen nie mehr offen geblieben. Du hast doch Zeit im Moment, ne? Ja. Du kennst ja Hamburg auch ein bisschen. Auch. Wie sieht's aus? Gut. Bist immer fair und hast einfach die Karriere, nach der Fußballkarriere perfekt genutzt. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Thomas Helmer feiert ein Jubiläum nach dem anderen. Die 100. Sendung, nur ein kleiner Zwischenschritt. Ich bin raus, weil Jochen soll irgendwas machen. Bin mal gespannt. Du bist nicht raus, nein, du bist mittendrin hier bei uns im Doppelpass. Korrekt, mittlerweile sind es 300 Doppelpässe, eine Ära. Helmers großer Vorteil, Diskussionen auf Augenhöhe. Denn die Titel, die seine Gäste gewinnen wollen, hat Helmer schon alle in der Vitrine. Lieber Thomas, herzlichen Glückwunsch zu so vielen Jahren Doppelpass. Ich glaube, du wirst uns fehlen. Ich war mir eine Ehre, bei dir Gast gewesen zu sein. Natürlich gab es immer wieder Versuche, Thomas Helmer den Ruhestand nahezulegen, sozusagen aus den eigenen Reihen. Ja, es hat ihm gefallen getan, weil er will unbedingt auf diesen Stuhl hier. Diese Position endlich, wenn der weg ist. Du hattest natürlich das große Glück in deiner Doppelpass, am Ende deiner Doppelpasslaufbahn, noch 2 Jahre den ersten FC Union Berlin in deiner Sendung moderieren zu dürfen. Und wir kamen zwar nicht so häufig vor, aber wenn, war es immer gut. Und deswegen, Thomas, alles Gute für die Zukunft. Eisern. Natürlich sieht sich ein Doppelpass-Moderator ständig irgendwelchen Angriffen ausgesetzt. Und ihr Schlauberger, die früher selber riesengroße Scheiße gespielt habt, in so Spielen auch sehr, sehr gut und sehr, sehr gut erfolgreich. Seid dann rumamotzen.
Bin ich gewohnt, dass ich schon nach 12 Minuten angeschrien werde hier in der Sendung. Stefan ist ein Führungsspieler gewesen, bei dir weiß ich das nicht ganz so genau. Ja, der auch mal das ein. Ich hatte nur kurz die Binde, um die Platzwahl zu gewinnen. Ich weiß schon, ja, alles klar. Ich wünsche dir bei deiner neuen Aufgabe, bei deinem neuen Kapitel, das du jetzt aufschlägst, von Herzen alles Liebe und Gute und gutes Gelingen. Und vielen Dank für die Jahre, die wir mit dir beim Doppelpass hatten. Liebe Grüße aus Wolfsburg, dein Marcel Schäfer. Nee, weil du hast ja auch Humor. Das weiß zwar nicht jeder, weil du nicht immer so lustig bist, aber... Hat dir Thomas gerade erklärt. Ach, hast du mir wieder nicht zugehört? Dir höre ich selten zu. Ja, das war's eben. Ich wünsche dir nun für deine Zukunft alles Gute. Du bist immer herzlich bei uns eingeladen, vor allem wenn du schön Fußball sehen willst. Mach's gut, bleib gesund, bis bald. Die größte Freude für alle Gäste ist es traditionell, wenn der Moderator ins Phrasenschwein einzahlen muss. Nachher zählt nur der Erfolg beim FC Bayern. Das ist egal. Halt, jetzt musst du aber mal 3 Euro bezahlen. Alter schützt vor Leistung nicht, weißt du, ne? Ja, aber sie brauchen trotzdem Umbruch. Und die. Es war immer schön, bei dir in der Sendung zu sein. Aber natürlich noch viel mehr Spaß hat es gemacht, mit dir gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Ich erinnere mich an die EM 96. Ich glaube, das war für uns beide ein absolutes Highlight. Eine Spezialität von Thomas Helmer, Abwesende so lange zu provozieren, bis sie sich freiwillig melden, um dann die unbequemen Fragen zu stellen. Du wirst trotzdem verstehen, dass ich das fragen muss. Du hast aber gestern gesagt, Niko Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn. Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint. Und wenn du jetzt in Rente gehst, dann tut mir das leid, weil der Deutsche Fernsehpreis, der müsstest du eigentlich noch gewinnen. Das wirst du auch tun, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich einfach nur zurückziehst und nichts mehr tust. Genug gegrüßt, jetzt heißt es Abschied nehmen. Thomas tritt ein bisschen kürzer und auf einen Helmer muss ein König folgen, wenn man keine Rückschritte erleiden will. Von mir aus können wir aufhören, oder? Wollen wir noch gleich zur Feier gehen? Nein! So einfach geht das nicht. Bei so einem Abschied brauchen wir einen exklusiven Abschiedschor. Na, 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 na. Hey, goodbye. Na, 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 na. Hey, goodbye. Na, 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 na. La 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 la, hey, 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 goodbye. Bravo. Ja, danke, danke, danke. Ich stehe auch für euch. Dankeschön. Vielen Dank vor allen Dingen auch erstmal an Norman Soledad. Norman hat das alles wieder wunderbar zusammengefasst. Jana, ich sehe schon, du möchtest was sagen. Ja, ich durfte mal mit hier in der Runde Platz nehmen, Thomas. Hm. 300 Sendungen, 6 Jahre Doppelpass. Also da würde ich gerne hinkommen. Erstmal ziehe ich den Hut davor. Und als du mit dem FC, wir dürfen uns wieder hinsetzen, habe ich gerade gehört. Das ist gut. Als du mit dem FC Bayern Meister geworden bist, in dem Jahr wurde ich geboren. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf ein paar nette Anekdoten aus der Runde. Herr Hoeneß, Sie wollten damals unbedingt Thomas zum FC Bayern holen. Am Ende mit Erfolg. War es schwer, ihn zu überzeugen? Nee, es war vor allem schwer, glaube ich, Dortmund zu überzeugen. Ja, wir haben ja damals so einen Trick versucht über Auxerre. Ich kann mich noch entsinnen, wir haben uns mal da in Auxerre getroffen mit dem Giruba, glaube ich. Ja, der war der Trainer damals, genau. Es war jedenfalls eine ganz schwierige Geburt, aber es war ja sehr erfolgreich. Er hat eine tolle Zeit bei uns gehabt. Ich muss noch mal dazu sagen, ich hatte eine Ausstiegsklausel fürs Ausland damals, eine Ablösesumme. Und deswegen haben wir ihn kurz, 4 Millionen D-Mark, glaube ich. Ja. Das ist am Ende nicht ganz aufgegangen, es wurden dann die 7,5 ne? regulär. Hätten Direkt. Sie denn damals gedacht, dass er mal eine zweite Karriere als Moderator macht? War das abzusehen? Ja, er war ja auch als Spieler immer einer der Wortführer und war immer ein Mann der klaren Worte. Und deswegen ist er natürlich prädestiniert, so eine Sache wie hier zu machen. Stefan Friedhelm Funkel sagte eben in der Matz, du warst ein klarer Führungsspieler. Bei Thomas wäre er sich da nicht so sicher gewesen. Klär uns auf. Doch, da war ich mir auf jeden Fall sicher. Ich bin ja 98 zurück zum FC Bayern. Da war Thomas ja bei Bayern auch der Kapitän.
Und ich muss sagen, ich habe in dem Jahr sehr viel gelernt und wurde dann auch ein guter Kapitän wegen Thomas. Wie war er denn so in der Kabine? Ja, er war schon Führungsspieler, aber jetzt nicht laut, sondern hat Dinge schon immer klar angesprochen. Also ich sag mal so, jeder Verein wünscht sich eigentlich so einen Kapitän, wie es Thomas damals war. Aber war es nicht so, Stefan, dass du rechts neben mir gesessen hast und links neben mir Lothar? Das heißt für dich? Trio Infernale. Wieso das Trio? Oder? Ich war der Puffer dazwischen. Ach so, entschuldige. Mario, dir kann ich jetzt eigentlich nur eine Frage stellen. Seid ihr zweimal gemeinsam abgestürzt? Ja, wir sind mal grandios abgestürzt. Und zwar, wir waren ja in dem einen Jahr, waren wir glaube ich 7 oder 8 Spieltage vor Schluss ja schon Meister, wo wir dann letztes Spiel in Gladbach hatten. Und Thomas und ich hatten dann mal ein schönes Erlebnis im Hotel Limmerhof, waren wir damals immer bei den Spielen. Und da wir ja schon Meister waren, haben wir halt mal gedacht, ach, wir machen mal eine schöne, am Freitagabend eine kleine Party. Und wir waren dann bis 4 Uhr in der Hotelbar und Ottmar Hitzfeld hat genau oben drüber gewohnt. Der hat ungefähr 5-mal angerufen, die Musik wird so laut. Es waren aber nur noch wir beide unten und haben bis 4 Uhr schön gefeiert, haben ein paar getrunken. Gut, alkoholfreies Bier natürlich, klar, ganz normal. Ich erinnere mich. Aber wir müssen dazu sagen, nachmittags um 3:30 haben wir gespielt und natürlich gewonnen. Aber weißt du was? Er ist wirklich dann nur zu unserem, zu Freddy Binder bist du, glaube ich, gegangen, zu unserem Masseur. Ich brauche nicht 2 Aspirin, ich brauche 4. Ja. Hat sich die reingeschmissen. Und Uli, dann hat er eines seiner besten Spiele gemacht. Der ist gelaufen, ja, wie der Teufel. Also, lag am Aspirin, glaube ich. Ja. Oder am alkoholfreien. So, Flutung war man gut. Weiß es nicht genau. Das war noch die Zeit, als die Spieler nicht 3 Millionen Follower, sondern immer 3,5 Promille hatten. So. Nee, das ja, ist ein das Vorteil. Ja, ab und zu war das mal so. Aber ich glaube, Uli war immer zufrieden. Der hat mich montags immer auf die Geschäftsstelle gerufen. Was zahlst du? Sag ich, 10.000. Geht. Manchmal waren es ein bisschen mehr. Aber dann war er wieder sehr, muss ich immer dazu sagen, war er sehr großzügig. Wenn man dann Woche drauf ein gutes Spiel gemacht hat, hat er mich am montags auch wieder auf die Geschäftsstelle gerufen. Sagte die Geldstrafe von letzte Woche. Oh, gestern, vorgestern, super Spiel. Brauchst nicht zu bezahlen. Muss ich sagen, da war er immer sehr kulant mit. Damals haben wir unser Festgeldkonto begründet. Ja. Weißt du, ich glaube, du warst auch dabei. Ja. Glaube ich auch. Weißt du, wie Uli im Bus dem Markus Babbel seinen Vertrag verlängert hat mit mehr Geld, weil er, ich glaube, in Bremen, da hat er doch Trabatoni, glaube ich, mich, Lothar und Klinsi ausgewechselt. Und Markus Babbel hat ein überragendes Spiel gemacht. Da ist Uli in den Bus reingekommen und hat übers Mikrofon gesagt, Markus, du kommst morgen zu mir auf die Geschäftsstelle, wir verlängern deinen Vertrag und du kriegst doppelt das Geld. So war Uli Hoeneß da. Ja, aber das hat er bei uns nie gesagt. Nee, bei uns hat er immer gesagt. Sag das nicht zu laut, damit jetzt unsere Rätsel nicht hören. Ja, hab ich vergessen. Ich glaube, die Gespräche können wir nach der Sendung hier stundenlang weiterführen. Ich freue mich drauf. Olaf, eine Frage natürlich noch an dich. Der Doppelpass ist und bleibt eine Institution, wird aber auch immer geprägt durch ihre Protagonisten. Was wirst du immer vom Doppelpass, was wird bei dir hängen bleiben unter Thomas Helmer? Nee, erstmal, es ist ja nicht vorbei. Ja? Also Robben und Ribéry sind ja damals auch mal ausgetauscht worden, in Anführungsstrichen, um einen neuen Impuls zu setzen. Ich bin dem Thomas erstmal für die vielen Jahre unfassbar dankbar. Ist der einzige Fußballer, der wirklich den Schritt geschafft hat, ans Mikrofon, damit meine ich nicht Experte. Ich habe mit Thomas, bin ja nicht mein Leben lang Vorstandsvorsitzender, ich habe mit Thomas viele Sendungen gemeinsam gemacht, viele Ausflüge auch im Europapokal gemacht. Und Thomas bleibt der Familie erhalten. Den Fan-Talk wird weitergemacht. Viel wichtiger für mich ist, er wird in der Kombination mit Stefan zusammen den DFB-Pokal nächstes Jahr, hoffentlich dann Bayern zu Gast, Bremer SV. Und noch viel wichtiger ist, wir bringen den Doppelpass ja auch im Prinzip in die Regionen nach Hause. Das heißt, es gibt ab August, ich glaube, wir fangen an in Mainz und Wiesbaden, wird es das Bühnenprogramm geben vom Doppelpass. Also das wird schon nochmal was Schönes. Wir nehmen den Doppelpass quasi nicht raus aus dem Fernsehen und jetzt ist es vorbei, sondern wir werden den Doppelpass erweitern. Da haben wir haben 2 Telefonate geführt, eins im Januar, wo wir uns darauf verständigt haben, dass diese Position ehrlich gesagt neu besetzt wird, ein neuer Impuls gesetzt wird. Das war professionell, nach wie vor leidenschaftlich, aber auch kollegial. Und als ich 2 Monate später wieder angerufen habe und gesagt habe, du pass auf, aber folgende Pläne hätten wir noch, es muss weitergehen, hat er auch sofort gesagt, das mache ich. Das heißt, das zeigt aber auch die Charakterstärke von Thomas. Und Thomas, das muss man ganz ehrlich sagen, ihr kriegt das mit, ist innerhalb der Redaktion, im Vergleich zu ganz vielen anderen Menschen, die auf wichtigen Stühlen sitzen können, absoluter Teamleader. Gemocht von der Truppe, ist immer mit dabei.
gibt auch gerne mal einen aus, kommt früher, geht meistens auch, so wie Mario, als Letzter. Aber das ist ja auch das, was Sport 1 in Anführungsstrichen nach seiner aktiven Karriere, wir sind total stolz und ich bin noch stolzer, dass er im Prinzip in der Truppe bleibt. Und das Bühnenprogramm, ich glaube, du bist auch Teil des Bühnenprogramms, da können die Leute sich drauf freuen. Ihr beiden macht es ohne Kameras, das heißt, ihr könnt diesmal auch Vollgas geben. Also auf der Bühne, wenn es geht. Aber das ist was Gutes. Ich bin stolz, dass Thomas in meinem Olaf, Leben mit dabei ist. Ich darf vielleicht noch anfügen, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, mindestens. Und wie du schon sagst, wir haben schöne Europapokalreisen gehabt. Oder UEFA Cup hieß das ja damals noch. Ne? Oder UI Cup, was haben wir? Also UEFA Cup war das, ja. In den tiefsten aber auch da, Bukarest oder wo Thomas war immer. Kein Mensch, der in seinem Hotelzimmer gesagt hat, wann fährt das Taxi vor? Im Zweifel hat er es schon organisiert gehabt. Und das war was, wo ich sage, weißt du was, das ist eine herausragende Persönlichkeit. Der hat immer mitgemacht, der hat immer im Prinzip die Gäste auch rangekarrt. Mit Mark Hughes hatten wir damals das Problem, den haben wir nicht verstanden. Dann hat er gesagt, mach du lieber das Interview, weil der hat so einen schweren Dialekt. Okay, dann haben wir das auch so geregelt. Stimmt. Aber das Thomas ist, und da muss erstmal ein anderer kommen, Sport 1. Aber ich setze mich nie wieder in so einen Rallye-Wagen übrigens, weil ich das Bild gerade gesehen habe. Da ist mir richtig schlecht geworden. Thomas, dir gehören natürlich heute die letzten Worte. Wie kann es anders sein? Du hast aber noch mal ein paar Minuten Zeit, dich auf deine Abschiedsrede vorzubereiten. Es wird gleich noch mal emotional. Vorher holen wir noch mal ganz kurz Luft. Eine kurze Pause noch mal. Wir sind nochmal zurück hier im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen bei EM Doppelpass. Meine Gäste halten lange aus. Ich möchte mich einfach nur bedanken bei meinem Team. Olaf Schröder hat es schon angesprochen. Also, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Es war meine zweite Familie. Dazu stehe ich auch. Vor allen Dingen die Leute, die hier alles morgens um 5 anfangen aufzubauen. Ich sehe gerade Guido, mein Steadyman, mir gegenüber. Anna, die alle versucht haben, mich immer wunderbar ins Bild zu setzen. Davon abgesehen natürlich, wie hat früher mein Vorgänger Jörg von Torra gesagt, ne? Der Stuckateur. Stuckateur, genau. Ich habe immer stundenlang in der Maske verbracht. Hajo von Adeln und Band, hier das ganze Hilton Hotel. Simone, unsere Gästebetreuerin, um nur ein paar zu nennen. Also stehen alle da hinten. Wir werden gleich noch ein bisschen feiern. Mario war auch dafür, komischerweise. Vielleicht nicht ganz so lange wie sonst. Und ich wünsche einfach nur uns allen, vor allen Dingen Sport 1 natürlich auch, dass der Doppelpass weiterhin so erfolgreich verläuft. Ich wünsche meinem Nachfolger Florian König alles, alles Gute. Er hat mir eben auch noch geschrieben, also das ist nicht nur ein Top-Moderator, sondern einfach auch ein super Kerl. Jo, Uli, und dir danke ich ganz herzlich, dass du gekommen bist. Und du hast uns noch Würschel mitgebracht, ne? Ja. Mehr geht ja heute nicht eigentlich. Also von daher. So, fehlt nur noch, ich habe hier noch mein Shirt. Muss ich mal zeigen, ne? Finals heute, mein Final. Und heute Abend das EM-Final. Hier sehen wir nochmal, ja, genau, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale, Italien gegen England. So, Auflösung auf meinem rechten Ärmel übrigens. So, das ist mein Tipp, 2-1 Italien. Das sind alle d'accord mit mir, habe ich ja schon gerade mitbekommen. Und am linken Ärmel habe ich auch nochmal was Schönes. Und bitte, seht ihr, so. Geht doch. Also, vielen Dank für die 6 schönen Jahre, obwohl, Olaf, wir haben ja schon gesagt, 20 waren es, ne? Gefühlt. Ja. Fällt mir nicht ganz einfach jetzt, euch allen Tschüss zu sagen, aber ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Wünsche vor allem euch allen auch viel, viel Gesundheit. Lukas hat noch Geschenke gleich für uns. Halt mal schnell noch in die Kamera. Dankeschön. Hier, wo haben wir? Welche Kamera haben wir? So, dann habe ich noch eine persönliche Bitte. Meine Gäste haben in den letzten 2 Jahren ja dieses Immobike unterschrieben. Das werden wir für einen guten Zweck versteigern. Sicherlich auf der Sport1-Seite und auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen. Ja, ich bin fertig, ihr Lieben. Auf dich. Auf dich. Prost. Danke. Bleibt gesund. Und tschüss.